dass wir nicht absprechen, dass ich ein Herz für den VfB habe. Sverrisson, dann wieder Kügel, gewinnt sein Dribbling gegen Wörns und Guido Buchwald und der Ball ist im Tor. Nach 86 Minuten führt der VfB Stuttgart in Leverkusen mit 2:1. Nach 1950, 52 und 84 gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale. Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen. Jetzt kommt er weiter mitten auf Hitzesberger! Mario Gomez, spitze Winkel, noch einmal nach innen. Tiquica hat den Ball und es gibt noch einmal Abstoß vom Tor. Und jetzt ist das Spiel aus und der VfB Stuttgart ist deutscher Fußballmeister. Herzlich willkommen zu STR. Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung, wie immer, der Sebastian. Guten Abend. Schönen guten Abend. Lieber Sebastian, weißt du, wie lange es her ist, dass unser VfB Stuttgart das letzte Mal verloren hat? Das war vermutlich... Nee, ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe gesagt, das war in der Relegation, aber das war nur gefühlt verloren, weil da haben wir ja gar nicht verloren. Es ist schwer, sich daran zu erinnern. Ich kann es dir sagen, es liegt 102 Tage zurück. Am 4. Mai 2019 verlor der VfB Stuttgart mit 1:3, so ist es richtig, in Berlin gegen die Hertha. Ja, so lang sind wir inzwischen ungeschlagen. 7 Pflichtspiele in Folge ohne Niederlage. Also ich meine, ihr merkt es schon, der Happy Cast ist zurück. Hier wird gute Laune versprüht. Seitdem Wolfgang Dietrich Geschichte beim VfB Stuttgart ist, steigt die Laune der Fans eigentlich minütlich. Ich denke mal, dir geht's ähnlich. Ja, also ich warte immer noch auf das vielbeschworene Chaos eigentlich, was ausbrechen sollte, nachdem Wolfgang Dietrich nicht mehr Präsident ist. Aber ich glaube fast, es kommt nicht mehr. Das ist echt Wahnsinn. Ne? Man muss sich wirklich ganz arg anstrengen, um sich zurückzuerinnern an die letzte Niederlage. Das ist sensationell. Ja, man muss natürlich dazu sagen, dass noch eine kleine Sommerpause dazwischen lag. Sommerpause und klar, und jetzt zweite statt erste Liga und so, diese Kleinigkeiten, aber das darf uns jetzt nicht aufhalten. Nee, genau, da lassen wir uns nicht von aus der Ruhe bringen. Ganz im Gegenteil, wir feiern die Feste, wie sie fallen. Und in Stuttgart ist man ja eher Tristesse in den letzten Jahren gewohnt gewesen. Wenn man jetzt mal die erfolgreiche Zweitligasaison 2016, 2017 ausklammert. Aber im Prinzip geht es uns als Fans aktuell so gut wie schon lange nicht mehr. Und es liegt natürlich vor allem daran, dass die Mannschaft regelmäßig, zumindest mal, was die Einstellung angeht, alles raushaut, wie man so schön sagt. Und damit wollen wir auch gar nicht uns lange weiter mit irgendwelchen Randthemen aufhalten und möchten so ein bisschen darüber sprechen, was wir in den letzten Tagen verpasst haben. Denn, ihr werdet es bemerkt haben, STR hat nochmal eine kleine Sommerpause eingelegt. Ich war im Urlaub, habe mir es gut gehen lassen und konnte dort auch das Spiel, unser erstes Auswärtsspiel in der neuen Zweitligasaison gegen Heidenheim mir anschauen. Sebastian, hast du es denn gesehen, das Spiel gegen Heidenheim? Ich gehe mal davon aus. Ich vermute, der Sebastian hört mich gerade wieder nicht. Sebastian. Ach, ich glaube, du hast mir gerade eine Frage gestellt und es kam tatsächlich relativ abgehakt an. Ich habe so Heidenheim und dann eine Tonalität empfangen, die irgendwie auf eine Frage hindeutet, aber ich habe nicht ganz verstanden. Also wer heute auf Instagram dabei war, wird es schon gemerkt haben, es gab wieder Probleme mit StudioLink und es scheint immer noch Probleme mit StudioLink zu geben. Lasst euch davon nicht abschrecken, gerade wenn ihr neue Hörer seid, das ist hier natürlich nicht die Normalität. Normalerweise funktioniert hier alles reibungslos und wir haben die beste Audioqualität, die man sich eigentlich als Podcast-Hörer nur wünschen kann. Also einfach so tun, als wäre nichts und ich stelle meine Frage nochmal. Sebastian, hast du das Spiel des VfB Stuttgart gegen Heidenheim mitverfolgt? Ja, natürlich habe ich es mitverfolgt. Also ich hatte mich auch um eine Auswärtskarte bemüht, habe aber leider keine bekommen und deswegen musste ich es dann leider im TV gucken und ich habe es gesehen und du erinnerst dich vielleicht dran, in unserer letzten Folge vor der Sommerpause hatten wir ja gut gelaunt eine Prognose gewagt und ich hatte gesagt, es wird ein hart umkämpftes Unentschieden in Heidenheim werden. Ich sah mich dann, nachdem der VfB 2:0 führte,
dachte ich, ah, Mist, ich habe Unrecht. Aber nach 90 Minuten habe ich dann gedacht, nee, ich hatte recht. Also es war irgendwie das erwartet schwere Spiel, auch wenn es zwischendurch irgendwie nach einem Durchmarsch und nach einem lockeren Auswärtssieg aussah. Aber es kam dann im Endeffekt genauso, wie ich es prophezeit habe. Ja, absolut. Also du hast da voll ins Schwarze getroffen und hast das Spiel besser vorhergesagt als manch andere Orakel, die es so gibt. Aber um das schon vorwegzunehmen, beim letzten Auftritt von Olaf, beim Tipp, was das DFB-Pokalspiel gegen Rostock angeht, da lag die Katze bzw. der Kater genau richtig. Aber um Olaf soll es hier nicht gehen, sondern ganz kurz nochmal um Heidenheim. Wir werden jetzt nicht zu tief in die Analyse einsteigen. Das Spiel ist natürlich schon viel zu lange her und interessiert wahrscheinlich auch nicht mehr allzu viele Leute da draußen. Aber du hast es ja eigentlich schon perfekt zusammengefasst. Es war ein hart umkämpftes Unentschieden. Man musste sich vielleicht auch darauf einstellen, dass Heidenheim hier einfach alles das an den Tag legt, was diese Mannschaft auszeichnet. Das ist einfach viel Mentalität oder gute Mentalität, viel Moral. Und die kommen halt über den Kampf, über die Gemeinschaft. Und das konnte man hier auch ganz gut sehen. Aus meiner Sicht hat Stuttgart das Spiel eigentlich über weite Strecken kontrolliert, ohne jetzt extrem gefährlich zu sein. Es las sich auf Twitter, so habe ich das Spiel zuerst verfolgt, deutlich gefährlicher, als es letzten Endes war. Denn Heidenheim hat das gerade in den ersten 25 Minuten aus meiner Sicht richtig gut verteidigt und hat den VfB Stuttgart immer wieder zu Flanken gezwungen, was ja eigentlich gar nicht so sehr vorgesehen ist im System Walter. Also 22 Flanken schlug der VfB Stuttgart in diesem Spiel nur zum Vergleich. Ich glaube, gegen Rostock waren es 8 oder 6 Flanken. Also da werden wir nachher nochmal drüber sprechen, und gegen Hannover waren es auch deutlich weniger. Also der VfB kam mit seinem eigentlich gewohnten, kontrollierten Passspiel nicht so richtig zum Erfolg. Nichtsdestotrotz gab es einige Abschlüsse, das war erfreulich. Das fehlte vor allem in der schlechten Erstligasaison, die Torabschlüsse. 23 Torschüsse, davon gingen 10 aufs Tor. Auch hier sieht man so ein bisschen, Stuttgart war natürlich tonangebend und Heidenheim hat halt einfach versucht, möglichst lange das Spiel offen zu halten. Und was mir in der ersten Halbzeit noch aufgefallen ist, und dann kann ich dich auch noch mal ganz kurz hier mit ins Boot holen, was du dazu sagst, Atakan Karasor hatte dann und wann ein paar ungewohnte Abspielfehler. Und mir kommt es so vor, das zog sich dann auch so ein bisschen in Rostock weiter, dass er mit massivem Gegenpressing ja einfach nicht so richtig zurechtkommt. Also wie ist dein Eindruck jetzt nach 3 Spielen, nach 3 Pflichtspiele von Atakan Karasor? Wie würdest du seine aktuellen Leistungen einordnen? Ja, auf jeden Fall noch schwanken, ne? Also, aber ich glaube, das ist auch ganz normal. Er kommt von Holstein Kiel und er ist der designierte Wunschspieler von Tim Walter und hat halt in Kiel die Fäden gezogen. Aber jetzt spielt er halt dann für den VfB, für den Erstliga-Absteiger, der von allen Zweitligisten und Pokalgegnern gejagt wird. Und da schwankt er noch in seiner Performance. Und ich habe ihn in Heidenheim und ist auch in Rostock auch nicht so stark gesehen. Aber er zeigt hier durchaus, dass er das Potenzial hat, der Spieler zu sein, den das System da braucht. Und der musste wahrscheinlich an seiner Kontinuität und Stabilität noch arbeiten. Und es waren jetzt dann 2 nicht ganz so gute Auftritte. Also so habe ich es auch gesehen. Da waren halt viele unnötige Ballverluste dabei. Gerade unter Druck vom Gegner, wie du gesagt hast. Da gibt es noch Luft nach oben. Aber ja, er hat das Potenzial. Und ich glaube, das wird sich schon noch irgendwie so einruckeln. Ja, was mir auch aufgefallen ist dafür, dass er der Taktgeber sein soll, hat er doch relativ wenig Ballaktionen. Also ich habe mir dann wirklich heute mal die Mühe gemacht und das verglichen mit seinen Mitspielern im Mittelfeld, mit Santiago Ascasiba und natürlich auch mit Gonzalo Castro. Wir werden gleich im Hansa-Blog nochmal darüber etwas ausführlicher sprechen, deswegen möchte ich das Thema Karasor so ein bisschen nach hinten schieben, mich kurz nochmal dem Ende der ersten Halbzeit in Heidenheim widmen, wo es ja wirklich dann auch mal richtig zur Sache ging, zumindest wenn man Heidenheim-Fan ist, nämlich der VfB hatte da wirklich Glück, in der ersten Halbzeit nicht mit einem Rückstand in die Pause gehen zu müssen. Ein paar Mal gab es da gefährliche Aktionen der Heidenheimer. Also wie gesagt, ich denke mal, man konnte dann schon zufrieden sein mit diesem 0:0 zur Halbzeit. Zu Beginn der zweiten Halbzeit wirkte die Mannschaft insgesamt etwas mutiger und es fiel mir eigentlich in jeder Situation auf, ob es jetzt das Passspiel war oder beim Dribbling. Man traute sich mehr zu und trat ein bisschen selbstbewusster
auf und folgerichtig fiel dann auch das 1-0 und das 2-0 untypisch mal wieder, nicht nach weiter Manier, sondern eher ja wie zu Korkuts besten Zeiten, möchte man sagen, mit langen Bällen, Eckbällen oder halt eben ja relativ unspektakulär, könnte man auch sagen. Und ja, so sah es dann zunächst danach aus, als ob das hier ein ungefährdeter Sieg wird für den VfB. Aber ja, die Heidenheimer kamen zurück mit dem Anschlusstreffer, mit dem 2-1. Da fiel mir auf, dass Philipp Clement etwas zögerlich störte, bevor es zum Tor kam. Und einfach auch ihm fehlte da so ein bisschen die Entschlossenheit, dann wirklich konsequent gegen den Gegner vorzugehen, so möchte ich es mal sagen. Und auch bei Clement, um den hier auch nochmal mit ins Boot zu holen, habe ich das Gefühl, ihm fehlt einfach noch der komplette Rhythmus. Er konnte ja einige Vorbereitungstage nicht absolvieren und ich habe das Gefühl, dass er einfach noch ein paar Wochen braucht, um wirklich fit zu sein, um ja der Mannschaft so weiterzuhelfen, wie man sich das vielleicht von ihm gewünscht hätte. Ist das für dich bislang so eine kleine Enttäuschung in Anführungsstrichen, Philipp Clement? Ah, Enttäuschung, finde ich, ist zu hoch gehängt. Ne? Also er kam ja als einer der besten Zweitligaspieler letzten Saison dann zum VfB und hat sich dann vielleicht schon erhofft, oh, der ist Stammspieler von Anfang an und trifft und bereitet vor am Fließband. Jetzt war seine Vorbereitung gestört durch seine Verletzung und er hat ein paar Spiele nicht gemacht. Und ja, und ich glaube halt auch, es ist halt wirklich ein Unterschied, ob du für einen SC Paderborn kickst oder für einen VfB Stuttgart. Und insofern bin ich noch nicht enttäuscht, wenn man jetzt nach zwei Ligaspieltagen sagt, hey, das hat bislang noch nicht so funktioniert, wie es halt vielleicht in Paderborn funktioniert hat. Also ich denke, da sollte man ja noch ein paar Spieltage Zeit geben. Und er drängt sich ja auch schon auf für die Startelf, finde ich. Also man sagt, kommen wir später noch zu, dass vielleicht Askasibar in der offensiven Rolle halt irgendwie nicht ganz so ideal eingesetzt ist und so weiter. Da kommt man dann schon zurück auf Clement und ist einer, der uns dann weiterhelfen kann. Aber ich glaube halt ganz grundsätzlich, dass dieses ganze System mit den ganz vielen neuen Spielern, neue Liga, neue Ansprüche, sich wirklich erstmal noch so ein bisschen zurechtfinden muss. Ja, zur Startelf kommen wir natürlich nachher noch im Startelf-Tipp. Da wird es diesmal ganz spannend, weil es ja ein paar zumindest angeschlagene Spieler gibt. Da bin ich gespannt, für wen du dich dann letzten Endes entscheiden wirst. Abschließend noch, das war 2-2 am Ende des Spiels, ein bisschen unglücklich. Ich saß vorm Fernsehen und dachte mir so, Mensch, haut doch den Ball da hinten vernünftig raus. Das war einfach schlecht verteidigt zum Schluss. Also ich habe diese ganze Hektik nicht so richtig nachvollziehen können. Ich glaube, wenn man da mit kühleren Kopf gespielt hätte, ja, ist natürlich immer leicht dann im Nachhinein darüber zu urteilen, aber dann hätte man dieses Spiel auch nach Hause bringen können, aber es gab eigentlich nur noch hektische Aktionen, egal von wem, und man hat das nicht clever ausgespielt und letzten Endes musst du dann vielleicht sogar froh sein, dass du hier nur, oder zumindest einen Punkt mitnimmst. Man hatte zwar noch die Chance, die große Chance durch Klimowitz, das 3-2 zu erzielen, aber auch die Heidenheimer hatten noch gute Chancen, selber als Sieger vom Platz zu gehen. Also von daher, ich glaube, können wir alle ganz zufrieden sein mit diesem Punkt, auch wenn mehr drin war. Ja, absolut. Ich meine, das 2-2, irgendwie abgefälschter Distanzschuss, das kann immer passieren gegen jeden Gegner. Aber das Anschlusstor halt, das darf halt so nicht passieren, ne? Wenn sich da irgendwelche gegnerischen Spieler an der 16er Linie irgendwie da durchdribbeln, durchwuseln irgendwie, da muss halt einer kommen und dem irgendwie Einhalt gebieten. Also das war furchtbar verteidigt und überhaupt nicht konsequent und einfach zu lasch und das ist dann schon ein bisschen ärgerlich. Aber die 90 Minuten betrachtet, geht das 2-2 sicherlich in Ordnung, weil das war ja auch irgendwie ein bisschen skurril, weil in der ersten Halbzeit denkst du nach 35 Minuten, hey, super Leistung vom VfB, warum führen wir eigentlich nicht, warum ist noch kein Tor gefallen? Und nach 45 Minuten, wenn der Schiri zur Halbzeit pfeift, denkst du dir, hey, Gott sei Dank ist kein Tor gefallen, ne? Weil dann war ja Heidenheim echt am Drücker und es war eigentlich nur der mangelnden Qualität oder individuellen Qualität der Stürmer dann geschuldet, dass es dann auch dann nicht, dass es dann nicht 1-0 stand, weil da hätte ja wirklich einer rein gemusst. Und insofern denke ich, auf 90 Minuten betrachtet war das vollkommen okay. Und vielleicht auch ja, für den VfB so der rechtzeitige Warnschuss, wie das halt überhaupt so läuft in Liga 2. Ne? Und dass man halt da irgendwie vielleicht dann doch auch am Ende vielleicht mal ein bisschen beherzter zur Sache gehen muss und dann die spielerischen Aspekte vielleicht nicht mehr ganz so wichtig nehmen sollte, sondern einfach gucken muss, dass man diese blöden 3 Punkte dann irgendwie aus Heidenheim mit nach Stuttgart nimmt. Kommt es dir auch so vor, und da können wir jetzt schon das Rostock-Spiel mit einschließen, dass die Mannschaft
in der Vorbereitung unbeschwerter wirkte. Also natürlich in den Spielen ging es um nichts, in den Vorbereitungsspielen. Aber mein Gefühl war, dass gerade gegen Freiburg oder auch gegen Basel die Abläufe flüssiger wirkten, die Mannschaft etwas befreiter wirkte und nicht so verkrampft agierte, wie auch gegen Hannover schon zu sehen war im Stadion. Das hat sich ja jetzt fortgeführt. Gegen Heidenheim gab es solche Situationen und ich möchte jetzt nicht zu böse sein, aber gegen Rostock, also das war von der Qualität her ein Spiel, das hätte man auch letztes Jahr so sehen können vom VfB Stuttgart, natürlich mit ganz anderem Personal. Aber irgendwie fehlt so ein bisschen diese Leichtigkeit, die ich fast schon bewundert habe in der Vorbereitung. Ja, absolut, aber das ist ja das dieser viel zitierte Leistungsdruck, ne, oder Wettbewerbsdruck halt, ne? Dann geht's auf einmal um Punkte und ums Weiterkommen und in der Vorbereitung, da kickst du halt gegen irgendwelche Vereine und es ist eigentlich völlig wurscht, ob du jetzt irgendwie 3-1 gewinnst oder 3-1 verlierst, 1-3 verlierst. Hauptsache, du spielst halt ordentlich und jetzt hast du halt das Ding, du spielst in Rostock und du kannst noch so gut spielen, wenn du am Ende dann halt nicht eine Runde weiter bist, dann schimpfen alle über dich. Und ich glaube, das ist halt jetzt so ein Lernprozess, den das Team durchläuft, dass sie jetzt irgendwie diesen spielerischen Anspruch, den Tim Walter mit reinbringt, mit dem Erwartungsdruck der Fans und dem eigenen Erwartungsdruck halt auch kombinieren müssen. Und das ist sicherlich keine einfache Aufgabe. Aber klar, diese Leichtigkeit, die ist weg und die muss eigentlich auch weg sein, weil du kannst dir eigentlich ja nicht mal in Heidenheim jetzt einen Punktverlust leisten, wenn du schon 2-0 zur Halbzeit führst, ne? Beziehungsweise, nein, nicht zur Halbzeit, aber wenn du 2-0 führst, darfst du in Heidenheim nicht mehr noch den Unentschieden spielen. Also insofern, ja, ist die Leichtigkeit weg, aber auch zu Recht, weil du stehst halt unter Ergebnisdruck. Also ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Das Spiel jetzt am Samstag gegen St. Pauli ist für mich da wirklich schon richtungsweisend. Nicht so sehr jetzt, ob wir den Aufstieg mitspielen oder so. Da bin ich mir relativ sicher, dass wir da eine Rolle mitspielen werden. Aber auch, ob das System weiter, so wie er sich das vorstellt, so mutig, wie er sich das vorstellt, ob das wirklich greift und ob er das wirklich so durchziehen kann, wie er sich das letzten Endes eben ausgedacht hat. Oder ob er da vielleicht auch nochmal nachjustiert. Weil ich glaube, es ist halt einfach auch nicht so leicht, als absoluter Top-Favorit diese Spielweise Woche für Woche zu zelebrieren, muss man ja fast schon sagen. Natürlich redet man immer von Mut und so weiter und so fort, aber ja, der Gegner stellt sich in der Regel hinten rein und man sieht es dann gegen Rostock, da bringen die vielen Positionswechsel eigentlich gar nicht so viel. Ja, da nutzt das gar nicht so sehr, dass ein Innenverteidiger plötzlich an der Eckfahne auftaucht, weil du zwar neue Situationen kreierst, aber eigentlich viel mehr Pässe spielen müsstest. Also ich habe mir das mal so ausgedacht, dass ja jeder Pass eine neue Spielsituation ist. Und auf die muss sich der Gegner einstellen. Umso mehr Pässe du spielst, erfolgreiche Pässe, umso mehr neue Situationen kreierst du. Und das geht natürlich mit dem Pass besser, weil ich denke mal, das ist unvorhersehbarer als zum Beispiel eine Flanke. Also wenn du dich darauf einstellen kannst, dass Insua zum Beispiel, wenn er spielen würde gegen St. Pauli, immer wieder, weiß nicht, so Halbfeldflanken schlägt, dann kannst du dich ja als Defensive, als Mannschaft insgesamt relativ gut darauf einstellen. Wenn du aber ständig viele Pässe, erfolgreiche, schnelle Pässe spielst, auch häufig vertikal, aber trotzdem immer kontrolliert, erzeugst du viele neue Spielsituationen und das macht dann dem Gegner wirklich Probleme und es fällt ihnen schwer, dich zu verteidigen. Und ich glaube, da müssen wir wieder hin oder mehr hin, uns mehr hinbewegen, dass es auch mutigere Bälle gibt von den Mittelfeldstrategen, möchte ich sie mal nennen, Castro und natürlich auch ein Carazo, der dazu zählt. Didavi nehme ich ein bisschen raus, mit seiner Leistung bin ich eigentlich in den letzten Spielen zufrieden. Aber es braucht für mich auch ein bisschen mehr Risikobereitschaft, ein bisschen mehr Tempo in den Aktionen. Daran fehlt es mir aktuell so ein Stück weit. Das ist das, was ich als Unterschied ausmache im Vergleich zu den Testspielen. Und ich vermute auch mal, dass Tim weiter daran arbeiten wird, dass er einfach wieder mehr Zug, mehr Tempo und mehr Mut in die Aktion bringt. Weil das ist mir hängen geblieben bei der Vorstellung von Tim weiter, dass er Mut von seinen Spielern fordert. Und der nimmt eigentlich von Spiel zu Spiel ab, ist eher das Gefühl, was sich mir aufdrängt, vor allen Dingen nach dem Rostock-Spiel, zu dem wir jetzt kommen wollen. So, das ist eine kleine Einleitung gewesen. Jetzt kommen wir erst zum Spiel. Und es gab erstmal eine schlechte Nachricht, denn Herr Kobel hat sich an der Hüfte verletzt. Es gab wohl er hat sich eine Hüftprellung zugezogen, konnte deswegen am Montag nicht spielen, wurde ersetzt durch Fabian Pretlo, der seine Aufgabe, glaube ich, auch ganz gut gemeistert hat. Und ich muss sagen, ich fand ihn also sensationell, also nicht überragend, aber also muss ich sagen, wenn es Kobel ausfällt und Pretlo halt spielt, dann muss man irgendwie keine
Ja, dann habe ich keine Schweißtropfen auf der Stirn, weil der das irgendwie echt sehr, sehr solide gemacht. Ne? Also der, das passt. Finde ich auch. Also ich hatte da, bin ich ganz ehrlich, so ein bisschen Bauchschmerzen, als ich das mitbekommen habe, weil Pretlo der Torhüter war, der in der Vorbereitung häufiger mal so einen Lapsus drin hatte und sich ein dummes Tor gefangen hat. Weil er, glaube ich, auch diesen Mut, jetzt sind wir wieder bei dem Thema, den Tim Walter von den Torhütern fordert, auch ja einfach Tim Walter beweisen wollte, dass er diesen hat. Mhm. Und er hat sich da in der Vorbereitung das ein oder andere unglückliche Tor gefangen, möchte ich mal so sagen. Und ich dachte schon, oh, bitte mach's einfach konservativ. bitte keine komischen Spirenzchen und so. Und er hat's ja wirklich gerade in der ersten Halbzeit fast schon mit der alten Schule gemacht. Es gab den ein oder anderen langen Ball. Ich vermute, dass das nicht ganz so geplant war von Tim Walter, aber vielleicht dann akzeptiert wurde, weil Pretlo kurzfristig in die Mannschaft kam. In der zweiten Halbzeit sah das dann auch schon wieder ein bisschen anders aus. Bevor wir jetzt nochmal über das Spiel im Detail sprechen wollen, gab es noch eine unschöne Szene, kurz vor Spielbeginn. Aus meiner Sicht war das eigentlich das... Ich will mich jetzt nicht zu Beginn gleich wieder so aufregen, aber das ist für mich nicht nachvollziehbar, wie sowas ja toleriert werden kann von einem Verein. Also es geht um die Choreo der Hansa-Ultras, die einen Banner ausgerollt haben, auf dem stand außer Rand und Band für Verein und Vaterland. Das Ganze in einer Schriftart gehalten, die, ich sag mal, keine Zweifel übrig lässt, was da für eine Gesinnung hinterstehen könnte. Dazu kommt, dass ja die Einlaufmusik der Hanseaner, oder Hanseaten, so ist es richtig, Hanseaner, mein Gott, die bösen Onkels waren. Jetzt geht's natürlich los, die sind nicht rechts. Lass uns die Diskussion vielleicht jetzt nicht aufmachen. Wir wissen alle, für was das ungefähr so steht und was diese Musik oder wer diese Musik so hört. Natürlich gibt's da auch bestimmt Leute, die die Musik hören und nicht rechtsradikal sind, aber ja, ich persönlich sehe es halt so, wenn meine Musik von Leuten gehört wird, die sich die Musik zu eigen machen und damit ja ihre rechtsradikalen Gedanken nach außen tragen, ja, dann muss ich halt als Gruppe mich vielleicht auch deutlicher dagegen stellen, distanzieren. Sei es drum, die Onkels-Diskussion machen wir jetzt nicht auf, aber insgesamt... Auf gar keinen Fall. Ja, also war das für mich... Ich glaube, die Onkels haben mal parallel zum VfB in Stuttgart gespielt und ich hatte dann das zweifelhafte Vergnügen, mit dem Onkels-Publikum dann nach Cannstatt zum Bahnhof zu laufen und ich erlaube mir dann so zu sagen, ich möchte mit den Leuten nichts zu tun haben einfach, ne, also ja. Ja. Gut. Ja, ich finde es halt vom Verein unglaublich, dass man das so toleriert. Und ich habe gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, es gab auch, wie heißt denn der Sänger von dieser Band, so eine Link-Rock-Band, Links-Rock-Band, relativ aus Rostock. Bekannt. Ich glaube aus Rostock, ja. Du meinst Verein ist eine Fischfilet? Richtig, richtig. Ja. Ich glaube, der Sänger ist ja ein großer Fan. Der Sänger heißt Monchi als sein Spitzname. Also zumindest ein Bandmitglied ist ein großer Fan von Hansa Rostock und war früher auch regelmäßig im Stadion und hat sich wohl in den letzten Jahren davon distanziert, eben ja, weil es diese rechten Strömungen innerhalb des Vereins gibt. Also da scheint es ja eigentlich fast schon nicht haltbare Zustände zu geben in Rostock. Ich finde das einfach nur ekelerregend. Mir fällt kein anderes Wort dafür ein. Also ich habe ja auch dann getwittert irgendwie den Spruch zitiert und dann geschrieben, ist das euer Ernst, Hansa Rostock, weil ich es auch irgendwie völlig daneben fand. Hab dann auch ein paar Antworten bekommen, wirklich auch sehr sachlich und hilfreich. Und das Banner stammt wohl von einem Hansa Rostock Fanclub aus Wolgast, das ist wohl kurz vor der polnischen Grenze. Diese Ultra-Gruppierung ist halt, die hat Geburtstag gefeiert, ich weiß gar nicht, 20 Jahre oder so, und ist wohl bekannt dafür, zum einen irgendwie ja relativ rechtslastig zu sein und zum anderen auch relativ provokant zu sein. Und sie sind halt nicht nur Hansa Rostock-Fans, sondern auch Fans der deutschen Nationalmannschaft, was ich persönlich jetzt halt schon für völlig daneben halte, aber das ist halt meine persönliche Meinung. Und deswegen kam halt dieses Vaterland mit rein, weil sie halt nicht nur Fans von Hansa Rostock sind, sondern auch von der deutschen Nationalmannschaft. Ja, gut. Ja, und ich habe mir überlegt, wie wäre es denn in Stuttgart? Jetzt überlegen wir uns mal, eine Ultragruppierung vom VfB würde irgendwie 20-Jährigen
Geburtstag feiern und wäre nicht nur Fan vom VfB, sondern auch Fan von der deutschen Nationalmannschaft und würde dann halt vor irgendeinem wichtigen Pokalspiel in der Cannstatter Kurve so ein Banner einrollen. Und da würde ich sagen, das ist halt kompletter Bullshit halt. Ne? Also ihr dürft gerne für den VfB sein, ihr dürft auch gerne für die Nationalmannschaft sein, aber doch bitte nicht dann im Stuttgarter Stadion. Wie gesagt, ich habe es getwittert und viele Leute haben dann auch gleich wieder geschrieben, ja, aber was ist denn daran rechts? Oder sind das jetzt auch gleich Nazis? Nein, sind sie nicht. Aber was hat denn das Vaterland mit dem DFB-Pokal zu tun? Da spielen halt zwei Vereine, zwei Städte gegeneinander. Und ich kann doch als VfB oder als Hansa Rostock-Fan nicht irgendwie Fan des Vaterlands sein. Also ist ein VfB-Fan auch Fan vom KSC? Ist ein Hansa Rostock-Fan auch Fan vom HSV? Also wenn wir alle irgendwie so große Vaterlandsfreunde sind. Ich verstehe es halt einfach nicht. Also jetzt ohne diese große Links-Rechts-Nazi-Nicht-Nazi-Diskussion aufmachen zu wollen, ich verstehe es halt nicht. Und ich finde es halt in dem Kontext, im DFB-Pokal halt auch komplett deplatziert, halt irgendwie dann außer Rand und Band fürs Vaterland-Banner auszurollen. Ne? Also, weil ich bin für meinen Verein, ich bin für den VfB oder ich bin für Hansa Rostock oder ich bin für irgendeinen anderen Club, aber ich bin doch in dem Kontext nicht fürs Vaterland. Und ich denke, die Fangruppe oder die Ultra-Gruppierung wollte halt auch in dem Kontext dann halt bewusst provozieren. Und das ist vielleicht auch ein Stöckchen, über das wir nicht unbedingt springen sollten. Aber ich fand es halt auch komplett daneben einfach. Abschließend, wenn ich Vaterland in dieser Schriftart lese, die Bürgers und Onkels höre und die Leute da im Blog sehe, manche von diesen Leuten, muss man dazu sagen, assoziiere ich das halt einfach mit Rassismus. Punkt. Und, ja, na, absolut. Und ich meine, wenn ich damit spiele... In Chemnitz müssen sie ihren... muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, müssen sie ihren Kapitän rauswerfen, weil er mit Nazis abhängt. In Cottbus tanzen sie Macarena mit Hitlergruß, ja. Und in Rostock gibt es irgendwelche Vaterlandbanner und dann beschwert man sich eventuell, dass halt irgendwie Ostdeutschland irgendwie schlecht wegkommt, ne? Aber hey, also sorry, ist halt auch eine Steilvorlage für irgendwelche Vorurteile und ich tue mich da auch echt schwer, diese Vorurteile nicht zu teilen, ne? Aber ja, das ist halt einfach eine ungute Gesamtsituation. Ich erinnere mich da an die WM 2006, zu Gast bei Freunden, als es schwarzen Menschen geraten wurde, sie sollten Gegenden in Brandenburg meiden. So. Und natürlich gibt es auch Gegenden in Dortmund, die man vielleicht nicht als Schwarzer betreten sollte. Richtig. Da gebe ich jedem recht, der jetzt aufschreit. Aber insgesamt gibt es schon so eine Häufung an Vorkommnissen in den ehemaligen, in den neuen deutschen Bundesländern, so ist es richtig. Und das ist mit Sicherheit nicht nur ein Problem in Ostdeutschland, das ist ein gesamtdeutsches Problem. Ist auch wichtig, glaube ich, dass man das als gesamtdeutsches Problem wahrnimmt, weil sonst schiebt man es immer so ein bisschen weg. Das ist ja da drüben im Osten. Was geht mich das hier an? Das Problem betrifft ganz Deutschland. Es gibt halt diese Häufung im Osten, liegt mit Sicherheit auch daran, dass die soziale Situation nicht allzu günstig war in den letzten Jahren. Aber ich sehe es ja ähnlich, wie wenn man darüber spricht, dass es in Berlin irgendwelche Ausländerproblematiken gibt. Das ist ein Assi-Problem, nichts anderes. Ja, es gibt halt Assis in Ostdeutschland, in Westdeutschland, in Berlin-Neukölln und in sonst irgendwelchen Gegenden. Und mir ist es eigentlich scheißegal, ob das jetzt ein großes ostdeutsches Problem ist. Ich finde, man muss da vielleicht dann auch als Verein Hansa Rostock und auch als DFB klarer gegen vorgehen und Stellung beziehen. Das fehlt mir hier so ein Stück weit. Gerade, wenn man sich überlegt, was da mit Herrn Tönjes auf Schalke vor nicht allzu langer Zeit passiert ist. Also da gibt es aus meiner Sicht noch starken Handlungsbedarf, denn Nein zu Rassismus ist nicht nur ein Aktionstag, das sollte eigentlich jeden Tag gelten und das fehlt mir so ein bisschen, so ein ganz klares Statement von DFB, regelmäßig, von vielen Vereinen, einfach dass das klar ist, dass es einfach dazugehört und nicht nur an einem Tag, wo wir im bunten Trikots auflaufen und irgendwelche Karten von der DFL in die Hand bekommen, die wir dann nach oben strecken sollen. Also für mich ist das steht das einfach fest. Nein zu Rassismus und zwar immer, nicht nur an einem Aktionstag. Also da hoffe ich, dass die DFL, der DFB, einzelne Vereine noch aktiver werden. Es ist nötig, mehr als nötig. Sieht man. Ja, so. Absolut. Wenn du halt dann liest, dass halt die Choreo angemeldet war und dass der Vorstand und der Aufsichtsrat und irgendwie alle von Hansa Rostock irgendwie wussten, was da passieren wird und dann irgendwie, ich weiß nicht, im Urlaub waren und dann gesagt haben, ja, das kann man schon machen, aber wahrscheinlich wird es ein mediales Echo geben. Ja, der musste halt reagieren, ne? Also, aber irgendwie Onkels Einlaufmusik und dann außer Rand und Band für Verein und Vaterland, ja, kannst du machen.
ist halt scheiße, ist halt irgendwie rechts und ja, wenn du als Verein dann so dastehen möchtest, ja, kannst du machen, aber ist halt scheiße. So sieht's aus und wir kommen jetzt endlich zum Spiel, nachdem wir ja, hier das Spiel, da war doch was. Als Montagabend 18:30 Uhr. Richtig, eigentlich eine... Nein, eigentlich gar keine so schöne Anstoßzeit, aber es fühlte sich für mich wie Wochenende an, weil ich eben noch Urlaub habe. Urlaub. Ja, deswegen wollte ich gerade sagen, perfekte Zeit, aber stimmt natürlich nicht, montags ist scheiße, außer man hat Urlaub. So, aber jetzt zum Spiel, es war ein relativ hartes Spiel, die Rostocker haben wirklich einfach mit vielen Fouls versucht, uns auf den Sack zu gehen. Und wir kamen nicht so richtig mit dieser Spielweise zurecht, muss man schon sagen. Auch wenn die Rostocker nicht zwingend jetzt Chance auf Chance kreieren konnten oder ja wir jetzt dann wirklich in die Bredouille geraten sind, also das Gefühl hatte ich jetzt auch nicht. Es war einfach ein sehr zähes Spiel unserer Mannschaft und das sieht man auch daran, dass wir insgesamt nur 6 Torschüsse hatten im gesamten Spiel. 2 davon gingen aufs Tor. Zum Vergleich, die Rostocker schossen 14 Mal aufs Tor, beziehungsweise hatten 14 Torschüsse, 2 davon gingen aufs Tor. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, gegen Heidenheim waren es 23 Torschüsse, gegen Hannover 96 waren es 14 Torschüsse. Also das sah schon wirklich so ein bisschen nach Saison 18-19 zeitweise aus. Wenngleich man dazu sagen muss, ich fand die Moral, die die Truppe gezeigt hat, ja, also dass man sich versucht hat, dagegen zu stemmen und auch gegen diese harte Gangart irgendwie was entgegenzusetzen, das hat mir schon so ein Stück weit imponiert, weil man hat schon so ein bisschen manchmal das Gefühl, dass man versucht, hier einfach die Pässe hin und her zu spielen und quer zu schieben, möglichst viel Ballbesitz und Kontrolle, das ist ja auch die Vorgabe von Tim Walter, das ist auch in Ordnung, aber wenn natürlich der Zug und die Härte fehlt, ist es auch brotlose Kunst. Wie kam dir das vor, also wie hast du das empfunden, dass die Rostocker so hart uns angegangen sind und mit vielen Fouls agiert haben und uns so ein Stück weit auch den Schneid abgekauft haben, muss man so sagen. Genau, also zum einen war es für mich wirklich so die Blaupause für die Zweitligamannschaften, wie man gegen VfB spielen muss. Ne? Also wirklich physisch hart, aber nicht unfair, also hin und wieder auch mal unfair, aber vor allen Dingen irgendwie physisch relativ hart, den Leuten auf den Füßen stehen und Druck machen. Und da hat man gesehen, da fällt dann unserem Team nicht so richtig viel ein. Und zum anderen, das, was du gesagt hast, der VfB ist daran nicht irgendwie zerbrochen, weil ich glaube schon vor einem Jahr oder vor 2 Jahren hätte der VfB in der 75., in der 82. Minute noch den Ausgleich bekommen und dann hätten wir Verlängerung, Elfmeterschießen, tralala und dann wären wir irgendwie vielleicht ausgeschieden und so. Also insofern fand ich das von beiden Seiten gut. Also einerseits hat Rostock ziemlich gut gezeigt, wie man den Walter VfB so ein bisschen in Schach halten kann. Und zum anderen hat der VfB 2019, 2020 auch gezeigt, dass sich von einer harten Gangart und einem physisch kommenden Gegner nicht unbedingt den Schneid abkaufen lässt und dann auch irgendwie clever genug ist, dann doch irgendwie so eine knappe Führung über die Zeit zu bringen. Insofern war das Spiel sehr erkenntnisreich. Es brauchte insgesamt 25 klärende Aktionen, um dieses Spiel über die Zeit zu bringen. Zum Vergleich, die Rostocker brauchten nur oder mussten nur 10-mal klären. Das ist also dann schon ja relativ eindeutig, wenn man sich überlegt, dass Stuttgart hier als ambitionierter möglicher Aufstieg der zweiten Liga gehandelt wird und dann so in die Bredouille gerät. Ich habe noch eine andere Statistik für dich mit einer Frage, die ich dann gleich anfüge. Und zwar haben wir insgesamt 661 Pässe gespielt. Das ist relativ viel. 84,4% davon kamen an. Das ist für Weiterverhältnisse ein bisschen zu wenig, sage ich gleich dazu. Also ich habe es ja, glaube vor 2 Ausgaben schon mal gesagt, Weiter strebt schon so 90 plus an, was Passquote angeht, was natürlich nicht leicht ist, aber uns zumindest in der eigenen Hälfte gelingt. Also da kommen wir regelmäßig auch in anderen Spielen über 90% und in der gegnerischen Hälfte fällt es dann natürlich ein bisschen ab. Das ist natürlich logisch. Da lagen wir jetzt im Spiel gegen Rostock bei knappe 75%. Das war auch immer so auf ähnlichem Niveau gegen Heidenheim und gegen Hannover. Aber auf was ich zu sprechen kommen möchte, von diesen 661 Pässen werden nur 8,5%, ja, also verschwindend wenige, lang gespielt. Hast du das Gefühl, dass es daran auch so ein bisschen hapert? Also wenn es dann mal nicht läuft, vielleicht dann doch, ich sag mal, eher zu diesem unansehnlicheren Fußball zurückzukehren und einfach lange Bälle zu spielen, Flanken zu schlagen. Also ist dir das dann manchmal zu
Ideenlos kann man nicht sagen. Ich weiß gar nicht, wie du das ausdrücken soll. Also mir fehlt da manchmal einfach so eine neue Idee. Ja, man spurt diese vermeintliche Kontrolle einfach so ab und schiebt sich die Bälle hin und her. Aber es fehlt dann einfach mal so ein neuer Geistesblitz, so eine neue Situation, die man kreiert, die man vielleicht mit langen Pässen oder auch mal mit einer Flanke eher herbeiführen könnte. Also das ist tatsächlich eine Frage, die ich mir gestellt habe. Also wie dogmatisch ist der Walterball? Ne? Also sagt dem Walter, ihr spielt das so und nicht anders. Oder hat er die Gabe, auf kurzfristige und äußere Einflüsse zu reagieren? Jetzt nehmen wir mal das Saisonauftaktspiel gegen Hannover. In der Halbzeitpause Wolkenbruch, Sintflut. Also ist dann Tim Walter in der Lage zu sagen, in der zweiten Halbzeit, Jungs, Distanzschüsse, ne? Alle Bälle zu Didavi und der schießt drauf, sobald er das Tor sieht. Und wenn ich halt Spieler wie Mario Gomez und Al-Ghadoui halt vorne drin habe, dann sage ich, okay, jetzt muss es halt irgendwie Halbfeldflanken regnen. Und das ist halt so eine Frage, die ich mir noch stelle. Also wie gut kann Tim Walter dann adaptieren und wie flexibel ist er, dass er sagt, hey, ich weiche halt von meinem ursprünglichen Plan ab, weil jetzt hat es geregnet, jetzt haben wir irgendwie zwei große Stürmer drauf und jetzt spielen wir halt nicht mehr klein-klein, sondern jetzt muss es halt Flanken regnen und jetzt müssen wir halt Distanzschüsse machen. Aber da kann ich mir halt jetzt nach zwei Spielen oder nach drei Spielen auch noch kein Urteil erlauben. Aber da bin ich so ein bisschen gespannt, ob er dogmatisch an seinem System festhält, so zorniger Style, oder ob er auch in der Lage ist zu sagen, okay, jetzt haben wir andere Voraussetzungen, jetzt müssen wir auch anders spielen. Es geht mir übrigens ähnlich. Also ich lerne immer noch dazu, wenn ich mir die Spiele unter Walter anschaue. Also es ist vieles, denke ich, habe ich verstanden. Und dann auf einmal sehe ich, weiß ich nicht, 20 Minuten und denke, ich hab überhaupt nichts kapiert von dem, was da auf dem Platz vor sich geht. Also es ist schon einfach nicht so leicht ausrechenbar. Das sagt ja auch jeder gegnerische Trainer. Also das muss man vielleicht auch nochmal erwähnen, dass ein Frank Schmidt, der ja jetzt auch schon lange dabei ist und auch ja schon Spiele gegen Tim Walter bestreiten musste in der letzten Saison, als er im Kiel trainierte und Kiel natürlich auch gegen Heidenheim antreten musste. Trotzdem sagt er, es ist unheimlich schwer, sich da immer wieder auf die neuen Situationen einzustellen. Also es ist, glaube ich, schon der richtige Weg, den möchte ich gar nicht in Abrede stellen. Aber vielleicht geht es vielen Spielern ähnlich wie uns, dass wir manche Sachen noch nicht so ganz verstehen. Und ja, natürlich sind die Spieler schon weiter als wir, aber es fehlt vielleicht dann und wann noch an der Selbstverständlichkeit. Und deswegen klappt alles noch nicht so, was wahrscheinlich auch gar nicht zu erwarten ist nach drei Pflichtspielen. Aber wir werden das auf jeden Fall weiter beobachten und werden jetzt so ein bisschen uns durchs Spiel arbeiten. Wie gesagt, ich versuche mich wirklich ein bisschen kürzer zu halten als gegen Hannover. Ich habe mir aber dann doch wieder ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich thematisieren möchte. Es ging nämlich los mit einer Rostocker Chance in der 8. Minute. Und da habe ich mir wirklich wieder mal Frame für Frame angeguckt, um herauszufinden, wo lag denn jetzt hier eigentlich das Problem. Los ging es damit, dass Kempf mit Ball im Mittelkreis einfach ein paar Anspielmöglichkeiten hatte. Der aufgerückte Bartstuber stand da und Sosa zog so ein bisschen von links nach innen und einfach Kempf konnte sich dann aussuchen, wen er jetzt anspielt. Er entschied sich für Sosa, der dann, ja, wie leider Gottes häufiger an diesem Spieltag im DFB-Pokal Probleme hatte beim ersten Kontakt. Also das ist mir ein paar Mal aufgefallen, was eigentlich verwunderlich ist bei einem technisch so versierten Spieler wie Borna Sosa, dass er immer wieder Probleme hat, den Ball ordentlich zu verarbeiten. Also er hat immer der Ball springt halt immer so ein bisschen weg vom Fuß oder er muss nochmal, wie soll man das sagen, nachfassen oder beziehungsweise nochmal, einfach den Ball kurz abstoppen. Also es ist wenig direkt, was da passiert von Borna Sosa. Und wenn er es direkt versucht, dann sind es oft Fehlpässe. Also er spielt Borna Sosa an, der dann, wie gesagt, den Ball nicht ganz so gut verarbeitet, direkt natürlich von Breyer unter Druck gesetzt wird, der natürlich auf solche Situationen lauert. Und Sosa spielt dann einen Pass auf Mangala. Und der wiederum entscheidet sich dann fürs Dribbling gegen Butzen, obwohl Mangala eigentlich ganz gute Möglichkeiten hatte, Kempf
im Mittelkreis anzuspielen. Also vielleicht könnt ihr euch an die Situation noch erinnern. Das war auch der Moment, als sich Mangala verletzte. Also vielleicht ist euch das deswegen noch präsent. Er ist praktisch an der Außenlinie, hätte die Mittellinie entlang zum Mittelkreis auf Kempf spielen können, entscheidet sich fürs Dribbling. Das möchte ich überhaupt nicht kritisieren. Ich finde diese Situation, das habe ich auch vorhin gefordert, finde ich auch gar nicht schlecht, wenn man sich sowas zutraut. Ja, wenn man sagt, ich nehme das Dribbling jetzt an und setze mich da durch, habe einen Spieler vielleicht ausgeschaltet, nehme Fahrt auf und ja, komme so die Grundlinie runter. Wie auch immer. So, das Problem war aber, dass sich Orel Mangala den Ball etwas zu weit vorgelegt hat und das dann ja Riedel ins Spiel gebracht hat, den Rechtsverteidiger der Hanseaten. Und der grätschte den Ball dann ab. Dabei verletzte sich eben Mangala am Innenband. Kommen wir nachher auch noch ganz kurz dazu. Und ja, Riedel hat auch so ein bisschen Glück, weil der Ball einfach so kurz vorm Seiten aus liegen bleibt. Mit etwas mehr Glück auf unserer Seite wäre der Ball nach außen gekugelt und ja, das die Situation wäre mit einem Einwurf für Stuttgart weitergegangen. So war es aber dann so, dass das Buzen super schnell geschaltet hat, den Ball mitnimmt und Vollmann auf die Reise schickt. Und dann passiert was, was ich nicht so ganz auflösen konnte, weil die TV-Bilder das Ganze nicht hergegeben haben. Aber man sieht, oder es sieht zumindest so aus, dass Holger Badstuber etwas geschlafen hat in diesem Moment. Weil eigentlich wäre Stenzel für Vollmann zuständig gewesen in dem Moment. Aber Vollmann hat sich eher in Richtung Mittelkreis orientiert. Da stand eben Badstuber und der schaltete dann nicht schnell genug. Und dann versucht eben Vollmann mit einem Chipball oder ja mit so einem Lupfer Bredlow zu überwinden. Das gelingt ihm in diesem Moment noch nicht. Eine Minute später wird das Ganze dann schon etwas gefährlicher. Wieder hat Kempf den Ball am Mittelkreis, also eine ähnliche Situation. Sosa und Badstuber wären theoretisch anspielbar. Kempf entscheidet sich dann allerdings für einen Pass auf den ja von drei Rostockern umzingelten Karasor. Man muss dazu sagen, Karasor auch hier, diese halbe Sekunde, von der Sven Mislintat danach gesprochen hat, die immer so ein bisschen fehlte, die fehlte Karasor in dem Moment auch. Das Zuspiel war aus meiner Sicht nicht so mega clever, weil halt eben drei Rostocker um Karasor herumstehen. Aber ich glaube, dass man das trotzdem verarbeitet bekommt, wenn man immer online ist, wie der ein oder andere Jugendtrainer zu sagen pflegt. Öztürk war online, antizipiert gut, spielt dann direkt per One-Touch den Ball weiter zu Breyer. Und ja, dann fällt mir auf, dass Stenzel in dem Moment etwas langsam reagiert und Vollmann sich gut lösen kann von ihm. Also Stenzel war dann derjenige, der eigentlich hinter Vollmann herrennen musste. Und auch hier haben wir wieder Situationen gehabt oder Möglichkeiten gehabt, den Umschaltmoment, sag ich mal, zu unterbinden und den Ball wieder zurück zu erobern. Denn Karasor macht das, was er natürlich auch gut kann. Er versucht, wenn er mal einen Fehler macht, das direkt wieder gut zu machen, hetzt hinterher, er kämpft sich sogar den Ball, spielt dann Sosa an und dann kommen wir wieder zu einem Moment, wo man Bonner Sosa einfach ja nur noch schütteln will, weil man das Gefühl hat, er könnte es viel besser. Ja, er setzt dann 30 Meter vor unserem Tor ja, mit so einem, also Tim Walter würde sagen, mit so einem Arschlochball. Arschlochball. ja, mit so einem absoluten Arschlochball. Stenzel mehr oder weniger unter Druck. Der, ich habe es ja vorhin gesagt, gar nicht so richtig hinter Vollmann hinterherkam. Ja, also er versucht Stenzel anzuspielen, der eigentlich noch hinter Vollmann hinterher rennt. Also ein absoluter Arschlochball. Vollmann läuft das Ding natürlich problemlos ab. Spielt dann auf Breyer, der geht ein paar Meter bis zum 16er, wird dann von zwei Stuttgartern gestellt und nichtsdestotrotz bringt er den Ball auf den freien Vollmann, weil Stenzel immer noch nicht so richtig hinterhergekommen ist, also Borna Sosa, weiß ich nicht, was er sich da gedacht hatte bei diesem Ball, ja, und der schließt dann aus 22 Metern ab, Bredlow ist da, hält das Ding, lässt zwar abprallen, aber Kempf schaltet dann noch relativ schnell und erschwert Königs ein mögliches Abstaubertor, was man hier halt sehr, sehr gut merkt, auf was ich eigentlich hinaus will, warum ich diese zwei Szenen mir hier notiert habe, ist ganz einfach, in den Situationen, wenn wir nicht bei 100% sind, so möchte ich es eigentlich sagen, ja, dann sind wir so extrem anfällig für Konter, dass ich mir da schon so ein Stück weit Sorgen mache, wenn wir gegen vor allem schnellere Mannschaften spielen, als das Rostock der Fall war und auch gefährlichere Angreifer. Also das ist mir gegen Heidenheim aufgefallen, das ist auch gegen Hannover schon so ein Stück weit aufgefallen, obwohl die es echt schlecht gemacht haben, muss ich sagen, und ist auch jetzt wieder gegen Rostock auffällig gewesen. Sebastian, ist das so viel Risiko, dass wir da eingehen mit dem Walterball, wie du ihn so schön nennst? Na, ich glaube, es ist halt auf jeden Fall noch optimierungswürdig, ne? Also man geht da noch relativ viel Risiko ein mit der Spielweise.
und hat jetzt das Glück, dass mit Hannover eine Mannschaft kam, die das Potenzial zwar hat, aber nicht ausgenutzt hat, und dann mit Heidenheim und Rostock jetzt zwei Teams kamen, die das Potenzial dann vermutlich bei aller Liebe nicht haben, um diese Fehler auszunutzen. Und ich hoffe ganz schwer, dass man jetzt die Zeit nutzt, um diese Nachlässigkeiten in der Defensive und im Spielaufbau, um die Zeit halt nutzt, um diese Schwächen abzustellen, weil derzeit gibt's halt echt noch so ein paar Defizite im Spiel, die gewiefte Mannschaften halt wirklich leicht ausnutzen können, und da muss man dann fast so ein bisschen dankbar sein oder froh sein, dass wir nicht in der ersten Liga spielen, sondern in der zweiten, und dass die meisten Gegner, die kommen, vermutlich auch am Samstag da in St. Pauli, nicht in der Lage sind, das konsequent ausnutzen zu können. Aber ja, es gibt da auf jeden Fall noch viel Luft nach oben. Also die erste Liga mit dieser Spielweise, da hätte ich ein bisschen Bammel, muss ich ganz ehrlich sagen. Also. Ja, aber ich erinnere mich an, wir hatten ja mit dem Martin, also dem Napto FCB auf Twitter, auf dem Vertikalpass ein Interview zum Tim Walter-Style, also, und er hat ja wirklich da Auskunft gegeben, wie Tim Walter in der Bayern-Jugend hat spielen lassen, und ich dachte mir, hey, das ist halt echt gut, wenn wir in der zweiten Liga damit anfangen könnten, dann kann sie es einruckeln und dann kann man halt optimieren für die erste Liga, aber ich sehe halt das echt noch nicht, dass das, also wenn wir jetzt in der ersten Liga geblieben wären und Tim Walter wäre gekommen, dass wir da irgendwie konkurrenzfähig sind, weil das Ding braucht halt echt irgendwie Zeit, ne, und dann kann es gut werden. Ich bin wirklich froh, dass wir jetzt Gegner haben, die die kleinste Schwäche vielleicht dann nicht so super konsequent ausnutzen. Ich habe es ja gerade eben schon gesagt, Aurel Mangala hat sich bei der ersten Chance, die ich beschrieben habe, eine Innenbanddehnung im linken Knie zugezogen, wird jetzt 3 bis 4 Wochen ausfallen. Es fehlt also eine Option fürs Mittelfeld, auch wenn wir eine neue zugewonnen haben. Dazu später im Transfer-Update dann ein bisschen mehr. Nichtsdestotrotz möchte ich mit dir ganz kurz über unser Mittelfeld reden. Also insbesondere über Askar Siba, Castro und Karasor. Daniel Didavi lasse ich mal außen vor. Wie bist du zufrieden mit dieser Kombination, also Askar Siba und Castro über die Außenposition, Karasor der Sechser, der das Spiel lenken soll. Wie siehst du das? Gibt es da für dich Alternativen oder sagst du, das muss ich jetzt einfach auch finden und den Jungs muss man die Zeit geben? Ja, wie stehst du zu diesen drei Spielern? Ja, es gab ja viele Meldungen und Meinungen, dass Askar Siba auf der Position, auf der er jetzt spielt, irgendwie ein bisschen verschenkt ist. Und ich muss gestehen, da gehe ich mit. Also er spielt zu weit vorne. Ne? Also ich sehe ihn auch eher weiter hinten als der Balleroberer, der Ballklauer, der dem Gegner die Kugel stibitzt, dann irgendwie den kurzen Pass spielt zu irgendjemandem, der dann halt irgendwie den entscheidenden Pass spielen kann. Aber ich habe es auch gegen Rostock wieder gesehen, in Umschaltsituationen, da geht der Ball halt raus auf Askar Siba und er könnte halt den entscheidenden Vertikalpass spielen auf irgendjemanden, und das kann er halt einfach nicht. Das ist halt nicht seine Rolle, nicht seine Position. Und ich glaube schon, also ich sehe ihn auf jeden Fall in der Startelf, aber eher nicht so weit vorne, wie er unter Tim Walter spielt. Also ich würde ihn wirklich eher dann auf der 6 sehen, als Ballklauer, als defensiven Spieler, der halt irgendwie Bälle erobert und dann halt irgendwie kurz weiterspielt. Aber für mich ist er halt auch nicht der die Bälle dann gewinnt und dann gleich irgendwie Gewinn bringt, irgendwie in die Offensive spielt. Das kann er bisher noch nicht, vielleicht kann er es irgendwann noch, aber aktuell würde ich ihn auch lieber ein bisschen defensiver sehen. Nichtsdestotrotz war er derjenige, der den Geistesblitz hatte bei der Ausführung der Ecke in der 19. Minute. Ja, absolut. Und er hat die Ecke herausgeholt. Richtig, ja. Mit seinem engagierten Nachgehen gegen, wie hieß denn der Junge nochmal? Es war ein ganz junger Spieler, der Rostocker. Sonnenberg, glaube ich, der für den eigentlichen Stammspieler, Stamminnenverteidiger Adam Streit auflaufen durfte. Das hat sich der Trainer der Rostocker so überlegt, als
Kleine Überraschung für uns Stuttgarter. Aber ich wollte noch kurz, Ich meine, da ich keinen Namen kenne von denen, die du nennst, bin ich irgendwie wenig überrascht. Ja, es gibt ein paar Leute, die man vielleicht noch aus dem letzten DFB-Pokal kennt. Der Pascal Breyer kennt man auf jeden Fall. Den zum Beispiel. Der Herr Vollmann war der mit dem lichten Haupthaar, oder? Herr Vollmann war der, den ich später als Herr Rollmann bezeichnet habe, als er die Neymar-Gedächtnisrolle machte. Mit Ned Phillips, ja, okay. Das war schön. ich möchte noch kurz was Susanti ergänzen. Und zwar ist er von den dreien, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, der mit den wenigsten Ballkontakten und der schlechtesten Passquote, was natürlich auch so ein bisschen die Frage zulässt, ob er der geeignete Spieler für Walters Spielidee ist. Es ist ein Problem für mich, weil ich Santi Ascasibar in der Mannschaft haben möchte. Und zwar für so Aktionen wie eben vor dem Eckball, für so Aktionen, als der Eckball ausgeführt werden musste, für Aktionen, die er manchmal zeigt, wenn es einfach mal nötig ist, ich sag mal, die harte Klinge auszupacken. Und natürlich auch, was Mentalität angeht. Deswegen möchte ich diesen Spieler unbedingt in der Mannschaft haben. Aber es sieht ja so aus, als ob er keine Chance auf eine zentrale Position hat, sprich als defensiver Mittelfeldspieler oder als Achter. Das scheint so nicht vorgesehen zu sein, beziehungsweise Walter war ja in der zweiten Halbzeit so in Anführungsstrichen großzügig, Santi etwas weiter in die Mitte zu ziehen, und dann hat er auch besser gespielt, aber jetzt so als Außenspieler sehe ich ihn eigentlich nicht. Und da frage ich mich natürlich, ob da nicht vielleicht ein fitter Philipp Clement uns weiterhelfen könnte, der einfach viele gute Pässe spielen kann und einfach ein bisschen zackiger ist, gerade was da natürlich die Offensivbemühungen angeht. Ich könnte mir vorstellen, dass es da drauf hinauslaufen wird, jetzt am Samstag gegen St. Pauli. Ja, bin ich mal gespannt. Vielleicht noch kurz ergänzend, Karasor als Denker und Lenker ist von den Zahlen auch nicht ganz so beeindruckend. Nur 58 Ballkontakte gegen Rostock, 62 gegen Heidenheim und 57 gegen Hannover 96. Nur mal zum Vergleich, Gonzalo Castro hatte jetzt am Montag 84 Ballkontakte. Also er ist viel mehr der Ballverteiler, der Balllenker, hat auch die deutlich bessere Passquote, also Gonzalo Castro mit 84%. Auch das ist, denke ich mal, ein Indiz für mich dafür, dass Castro von den dreien, über die wir jetzt sprechen, wahrscheinlich sogar der ist, der sich am wenigsten Sorgen um einen Startplatz in der Startelf machen muss. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Karasor direkt jetzt mal nach drei Spielen auf der Bank Platz nehmen muss. Aber wenn ich jetzt von den dreien einen als safe bezeichnen müsste, dann wäre es Gonzalo Castro, für mich ganz klar, der unter Walter eigentlich wirklich eine sehr, sehr beachtliche Rolle bislang spielt. Ja, hast du da noch was zu ergänzen zu der Personalie Castro? Fällt dir da was auf, was sich geändert hat im Vergleich zu letzten Saison? Also außer dass er sich halt irgendwie äußerst positiv entwickelt, ne? Also auch schon im Heimspiel in Hannover gesehen, da sieht man halt irgendwie einen Menschen im linken Mittelfeld sprinten und grätschen und denken, hey, wer ist denn das? Und ist der Castro? Ja, es ist der Castro. Also, das scheint zu funktionieren. Also generell, das ganze Mannschaftsgefüge scheint ja zu funktionieren, ne? Also auch wenn dann Gomez dann mal auf der Bank sitzt, scheint das zu funktionieren. Und auch wenn Al-Ghadoui auf der Bank sitzt, scheint das zu funktionieren. Also ich glaube, das ist halt generell so von der ganzen Kaderstruktur und von der Kadergröße noch ein Faktor gesehen auf die komplette Saison. Also wie verhält sich das, wenn manche Spieler halt dann mal 4, 5 Spiele halt gar nicht zum Einsatz kommen? Muss man sehen, weil wir haben halt viele Spieler gerade. Aber so grundsätzlich bin ich nach wie vor, auch nach 2 Spieltagen, noch positiv gestimmt. Vielleicht noch ganz kurz was zu Castro, dann gehen wir weiter. Was mir aufgefallen ist, dass er regelmäßig in der zweiten Halbzeit deutlich abbaut, was die Passgenauigkeit angeht. Also da bricht es dann wirklich von an die 90% runter auf unter 70%. Das war in allen drei Spielen der Fall. Vielleicht fehlt es dann so ein bisschen konditionell, könnte man vielleicht vermuten. Müssen wir mal beobachten. Er wirkte ja auch gegen Heidenheim, wenn ich mich richtig erinnere, in den letzten Minuten relativ platt. Also vielleicht wäre Castro so ein Kandidat, den man dann mal vorzeitig runternimmt. Aber auf der anderen Seite ist er, glaube ich, strategisch schon sehr, sehr wichtig im System weiter. Also das
gilt es jetzt mal zu beobachten. 1-0, haben wir gerade eben schon so ein bisschen drüber gesprochen. Es wurde ja schon als die Liverpool-Ecke bezeichnet. Als ich das erste Mal gelesen habe, dachte ich, also was hat denn das jetzt mit dieser genialen Ecke? Ja, ging mir genauso. Ja, also habe ich überhaupt nicht assoziieren können. Okay, klar, es war jetzt gedankenschnell von Askar Sieber und die Davi, aber das habe ich jetzt also jetzt schon regelmäßig gesehen im Profifußball. Muss man jetzt, glaube ich, nicht unbedingt als Liverpool-Ecke bezeichnen. Ja, also Santi schnappt sich schnell den Ball. Sonnenberg diskutiert eben noch mit dem Schiedsrichter und das hat Stuttgart einfach hervorragend ausgenutzt, auch wie die Davi dann den Ball sehr, sehr gut Al-Ghadoui serviert, der in die Hocke geht und dann in klassischer Stürmermanier das 0-1 erzielt. Und ich glaube, wir haben genau das prophezeit, als Al-Ghadoui als neuer Transfer oder als neuer Spieler vorgestellt wurde, dass das halt so ein Spieler ist, der einfach seine Buden macht, wenn er die Chance hat. Gegen Heidenheim hätte er mit Sicherheit mehr Tore erzielen müssen, aber insgesamt bin ich bislang mit Hamadi Al-Ghadoui sehr, sehr zufrieden hier in Stuttgart. Ist einfach ein Spieler, auf den ich richtig stolz bin, dass er bei uns spielt, weil er einfach menschlich ein sehr, sehr cooler Typ zu sein scheint. Kann sich sehr, sehr gut ausdrücken. Also es gefällt mir immer, wenn Hamadi Interviews gibt, die schaue ich mir sofort an, weil ich die einfach wirklich interessant finde. Und auf dem Platz stimmt's auch. Und er belohnt sich dann zum zweiten Mal in Folge, nachdem er ja schon gegen Heidenheim nicht nur ein Tor erzielt hat, sondern auch eins vorbereitet hat, mit einem Treffer im DFB-Pokal für den VfB. Gibt es dazu noch was zu sagen eigentlich? Nee, aber ich fand es halt großartig, also gerade die Szene. Ne? Es gibt halt dann die Ecke und Al-Ghadoui winkt und dann wird die Ecke kurz gespielt und er hat dann irgendwie schon eigentlich wieder komplett abgeschaltet und macht dann gerade seine Nebenkostenabrechnung und so weiter und dann chippt halt David dann die Flanke rein und zack, ist er halt wieder irgendwie, wie Nico Willig sagen würde, irgendwie online und geht halt irgendwie in die Knie und macht das Ding halt rein. Das war halt irgendwie großartig, weil er war halt irgendwie kurz irgendwie on fire und dann gibt's den Ball nicht und dann macht er irgendwie was komplett anderes und dann kommt der Ball rein und er steht ja auch komplett alleine, also er ist ja kein Gegenspieler und so weiter, aber er ist dann irgendwie schnell genug, um das Ding halt irgendwie einzunicken und sag ich schon, der könnte halt schon so unser Tirode werden, diese Saison halt, ne, also der weiß halt, wo's Tor steht, ist dann vielleicht nicht immer die ganze Zeit konzentriert, aber halt, wenn's drauf ankommt, ist er halt da und macht das Ding halt mit irgendeinem Körperteil halt rein. Also ich glaube, der VfB hat an Ablösesumme 300.000 Euro gezahlt oder so und jetzt irgendwie wahrscheinlich jetzt schon 3 Millionen wert. Ja, also in die zweite Pokalrunde geschossen, das Ding gegen Heidenheim einen Punkt geholt, also seine Ablösesumme hat er halt schon locker wieder reingeholt und ist dann halt irgendwie menschlich auch noch ein cooler Typ, also das war ein sehr, sehr guter Transfer. Ja, bislang sieht das danach aus. Zur Halbzeit gab es dann noch einen Wechsel, über den wir ganz kurz sprechen müssen. Holger Badstuber knickte um, in einem Zweikampf hat er sich verletzt, auch wieder so ein unnötiges Foul der Rostocker. Klagte anschließend über Sprunggelenksprobleme und es kam zum Debüt von Nathaniel Phillips für unseren VfB Stuttgart. Und da sind wir gleich schon beim nächsten Thema, das ich hier ganz kurz aufmachen möchte. Und zwar, wie geht das jetzt hier weiter in unserer Innenverteidigung? Weil aus einem Riesenproblem, nämlich der Verletzung von Marcin Kaminski, entpuppt sich dann doch mehr und mehr fast schon ein Vierkampf um zwei Plätze. Also zum einen natürlich Marc-Oliver Kempf, der gesetzt sein dürfte als Kapitän, da können wir, denke ich, mal einen Haken hintermachen. Aber dann haben wir Holger Badstuber, der sich Gott sei Dank nicht so schwer verletzt hat. Ich weiß nicht, ob er heute schon wieder voll trainieren konnte, aber man hörte halt, dass er nicht lange ausfallen wird. Könnte sein, dass es für das Spiel gegen St. Pauli eng wird, aber danach ist er auf jeden Fall wieder fit. Dann haben wir mit Nathaniel Phillips jemanden gehabt, der ein solides, ordentliches Debüt gegeben hat am Montag gegen Rostock. Und dann gibt es natürlich noch Avuca, der ein insgesamt eigentlich gar nicht so schlechtes Debüt abgegeben hat, aber halt dann mit zwei Aktionen, der gelb-roten Karte und dem Eigentor, eher negative Schlagzeilen geschrieben hat und am Montag nicht mal im Kader war. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Also wie siehst du es denn? Wer sind denn deine Top 2 Innenverteidiger aktuell bei uns? Ja, also aktuell aufgrund der Verletzungsmisere müsste man ja sagen, Kempf und Badstuber sind unsere Go-To-Innenverteidigung, wenn sie beide fit sind. Bei Badstuber weiß man es nicht genau so.
Aber ja, da jetzt am Montag halt dann Phillips eingewechselt wurde und Avuca nicht mal im Kader war, ja, das lässt ja darauf schließen, dass dann unser Neuzugang tatsächlich dann Innenverteidiger Nummer 3 aktuell ist, was ich auch erstaunlich finde, weil ja Tim Walter in der Vorspieltags-PK noch sagte, ja, da muss man mal abwarten, der weiß ja gar nicht, wie wir spielen und dann ist er gleich im Kader und wird sogar eingewechselt und muss dann irgendwie da seine Haxen enthalten, also ja, also scheint zu sein, Kempf plus Badstuber / Phillips ist gerade unsere Innenverteidigung, hätte ich jetzt mal gesagt. Ja, also wenn Badstuber nicht fit ist oder nicht fit wird, so möchte ich es mal sagen, dann sehe ich das auch so. Vielleicht nochmal ganz kurz ich überlege die ganze Zeit, ob es Ned oder Nate ist, Ned oder Nat ist, weil er ist ja, Also Nathaniel müsste ja eigentlich ein Ned sein. Ja, weißt du, warum, wie ich darauf komme? Man spricht ja in Liverpool diesen skausischen Akzent. Und dann denke ich immer so, sagen die dann vielleicht eher Nat zu dem, weil die ja so einen anderen Akzent sprechen und nicht nett. Aber er kürzt sich ab mit N-A-T, sprich nett oder Nat. Wir wissen es nicht, auf jeden Fall nicht Nate. So können wir es mal festhalten. Aber darum soll es gar nicht gehen. Auf was ich zu sprechen kommen wollte, sind die Ballaktionen, die Badstuber, Kempf und Phillips in diesem Spiel hatten. Und da fällt mir auf, also Kempf ist natürlich außen vor, der hat die meisten, der hat komplett durchgespielt, 92 Ballaktionen. Das ist mal der Referenzwert. Ein Holger Badstuber hatte in der ersten Halbzeit, also in der Hälfte der Zeit logischerweise, die Marc-Oliver Kempf zur Verfügung hatte, 64 Ballaktionen. Oh, okay. Ja, das ist also deutlich. Und außerdem spielte er 60 Pässe insgesamt. Auch hier ein Vergleichswert. Marc-Oliver Kempf spielte 69 Pässe in 90 Minuten. Also Badstuber ist der Ballverteiler schlechthin und macht das auch sehr, sehr zuverlässig, denn 92% seiner Pässe kommen an. Auch hier der Vergleich. Kempf mit 90% Passquote. Nathaniel Phillips kommt auf 48 Pässe in einer Halbzeit und auf 48 Ballkontakte und auf insgesamt 40 Pässe, Passquote 92%, also er nimmt sich da nicht allzu viel mit Kempf und Badstuber, aber es ist schon beachtlich, finde ich, dass Badstuber derjenige ist, der wirklich diese Schnittstelle zu sein scheint zwischen Defensivreihe, also Innenverteidigung, das muss man ja bei Walter etwas gröber sehen, wenn man sagt Innenverteidigung, da kann ja auch mal ein Sosa oder ein Stenzel auftauchen. Übrigens sind das die beiden Spieler mit den meisten Ballkontakten, Stenzel sogar mit Abstand die meisten, über 140. Also das ist dann nochmal herausragend, was die Außenverteidiger da so an Ballaktionen haben. Aber ja, man sieht einfach, dass Badstuber sehr, sehr wichtig zu sein scheint für das Spiel von Tim Walter, weil er ja auch als Qualität die Spieleröffnung mitbringt und ja am Ball einfach relativ stark ist. Ihm fehlt vielleicht so ein bisschen das Tempo, aber ich glaube, sollte Holger Badstuber irgendwie spielen können, würde ich mich ganz gut fühlen mit Holger und Marc-Oliver Kempf. Ja, absolut, ich meine, ihm fehlt das Tempo, aber er muss ja nur mit seinem guten linken Fuß dann halt den Ball zu den Spielern spielen, die das Tempo halt haben. Ne? Also, und das kann er ja auch. Also ja, und also ich muss gestehen, ich bin so ein kleiner Badstuber-Fan. Ne? Also seit er halt irgendwie dann auch im Relegationsspiel, Rückspiel da mit Turban und so weiter. Also der Typ will halt jedes Spiel gewinnen. Der ist vielleicht ein Ekel und kein Sympath und so weiter, aber ich glaube, der hasst Verlieren genauso sehr wie Tim Walter und genauso sehr wie wir und insofern habe ich jetzt auch irgendwie kein Problem mit Holger Badstuber. Also ja. Badstuber. Und wir müssen ja noch bedenken, unser Neuzugang, Endo, sagt den Nachnamen? Der ist Wataru, ja? Endo. Wataru Endo. Ich habe es übrigens heute. Pass auf. Wataru Endo oder Endo Wataru? Wataru Endo. Ich habe heute. Also, ja, okay. Pass auf, ich habe heute mich natürlich wieder schlau gemacht und in Japan angerufen und mir diktieren lassen. In Japan angerufen? Angerufen und gefragt, wie man den Namen ausspricht. Trotz Zeitverschiebung hast du da angerufen. Pass auf, ich habe es mir dann selber eingesprochen und so wird er ausgesprochen. Wataru Endo. So, jetzt ja, weißt du. Das ist ja einfach, oder? Wataru Endo. So wird der gute Mann ausgesprochen, ja. Und der kann ja auch Innenverteidiger. Der kann Innenverteidiger, der kann Rechtsverteidiger, der ein defensives Mittelfeld, der kann Stadionsprecher, habe ich mir sagen lassen. Also, der kann alles. Wenn wir nicht aufpassen, dann macht der nächste Woche unsere Folge hier. Ja, der moderiert das hier. Das ist alles. Auf Japanisch und Deutsch parallel.
Ja, also mich würde es nicht wundern. Also ich bin gespannt, was da noch auf uns zukommt. Aber du hast natürlich recht, er ist auch noch eine Option, theoretisch. Aber Tim Walter hat ja schon gesagt, er ist wahrscheinlich ein bisschen zu klein. Ja, also für die Rolle des Innenverteidigers in der zweiten Liga sehe ich auch so ein bisschen schwarz. Also wir kommen ja nachher noch drauf zu sprechen. Ich meine, der ist, glaube ich, im Kopf größer als ich. Aber ja, mit 1,78 bist du halt ein bisschen klein. In der Bundesliga geht das halt. Ne? Da kannst du irgendwie bei Eintracht Frankfurt als Hascheber irgendwie einen geilen Innenverteidiger geben. Aber in der zweiten Liga, nee, aber jetzt ohne Scheiß ist es halt irgendwie schwierig, weil da kommen halt viele hohe Bälle rein und da musst du halt irgendwie so ein gewisses Gardemaß haben. Ja, keine Frage. Also der ist, weiß ich gar nicht, ob der dann irgendwie als Stammelf-Starter vorgesehen ist oder ob er eher so ein Stenzel-Backup ist oder so. Da müssen wir uns auch überraschen lassen. Aber da hätte man zumindest noch einen, der auch in Verteidigung spielen kann. Ist auf jeden Fall jemand, den du immer auf der Bank haben musst, fast schon, weil er halt fast jede Position bekleiden kann. Das ist einfach eine enorme Qualität, wenn du zuverlässig im defensiven Mittelfeld als Achter spielen kannst oder von mir aus halt als Rechtsverteidiger oder wenn es wirklich hart auf hart kommt, als Innenverteidiger. Das ist einfach seine Qualität, die er dann letzten Endes hat. Und er macht es ja auch nicht so schlecht, war immerhin im WM-Kader der Japaner 2018, 20 Länderspiele absolviert. Also er ist jetzt keine Graupe, wenn man das mal so sagen kann. Und wie gesagt, wir kommen gleich noch auf ihn zu sprechen. Wir werden das Spiel jetzt hier in Rostock relativ kurz abschließen, denn die zweite Halbzeit war aus meiner Sicht wirklich jetzt nicht so ereignisreich. Es gab zwar noch in der 59. Minute eine sehr gute Chance für Santiago Ascasiba, die er eigentlich machen muss. Also ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, die Didavi bedient von der Grundlinie den am äußeren Rand des 5-Meter-Raums wartenden Santiago Ascasiba. Und ja, Santi hat eigentlich Zeit, den Ball anzunehmen und ihn dann einfach ans Tor zu schieben. Aber was macht er? Er will direkt schießen und haut das Ding halt übers Tor. Sehr, sehr unglücklich. Und dann gab es eine Minute später noch die Riesenchance für Verhoek. Da sah dann Nathaniel Phillips nicht ganz so gut aus, muss man ehrlicherweise gestehen. Übrigens vielleicht nur noch mal ganz kurz zu was zur Kopfballstärke unserer Abwehr. Also unsere Abwehr hat 64,1% Luftzweikämpfe gewonnen. Das ist auch ein starker Wert. Also nicht nur unsere Abwehr, sondern insgesamt haben wir 64% der Luftzweikämpfe gewonnen. Also der VfB als komplette Mannschaft. Das ist ein guter Wert. Sonst liegt der immer so bei 55%. Also das ist schon ordentlich. Wir haben da schon eine gewisse Kopfballstärke. Aber in diesem Moment fehlte die so ein Stück weit, weil die Abstimmung, das war zumindest meine Interpretation, nachdem ich mir die Situation mehrfach angeguckt habe, zwischen Phillips und Carrasco nicht so richtig stimmte. Denn ich glaube zu erahnen, dass Carrasor Phillips ein Kommando gegeben hat, dass er sich so ein bisschen weiter in Richtung ballführenden Spieler begibt. Also ich glaube, Breyer hatte den Ball. Ich glaube, von ihm kam die Flanke. Und oder war es Butzen? Ich weiß es nicht mehr genau. Also auf jeden Fall sah das für mich so aus. Und dann gehst du natürlich davon aus, dass dann Carrasor vorrückt und Verhoek versucht zu verteidigen, aber das passierte nicht. Kann auch sein, dass ich das falsch interpretiert habe. Es sah zumindest bei diesen pixeligen Bildern auf VfB-TV so aus. Kann auch sein, dass es, wie gesagt, einfach nur ein schiefer Pixel war, der da im Weg stand. Aber das musst du besser verteidigen. Also es kann nicht sein, dass du in so einer Situation ja eine Halbfeldflanke schlagen kannst. Da muss Sosa, ja, ich muss mal sagen, besser verteidigen. Und natürlich dann auch die Innenverteidiger müssen das besser lösen. Und da haben wir so ein bisschen Glück, dass der Verhoek aus dieser Situation nicht mehr macht, als 2,5 Meter am linken Pfosten vorbei zu köpfen. So, ihr habt es vielleicht gemerkt, es gab eine kurze Pause. Diesmal waren wir in der Lage, die Pause sogar rauszuschneiden. Ich weiß, der ein oder andere findet diese Pausen irgendwie sehr unterhaltsam. Aber wenn man die Möglichkeit hat, diese Pausen einfach euch zu ersparen, dann tun wir das natürlich auch. Und wollen jetzt eigentlich auch dieses Spiel gegen Rostock abschließen. Wie gesagt, im Großen und Ganzen hatten die Rostocker nicht allzu viele Chancen, uns das Leben dann am Ende nochmal schwer zu machen. Auch wir hatten noch die ein oder andere Torchance. Zum Beispiel erinnere ich mich da an die 81. Minute. Al-Ghadoui und Castro hatten gute Chancen. Ascasiba in der 82. Minute nochmal mit einer Chance. Aber all das soll uns jetzt erstmal egal sein. Wir sind endlich mal wieder in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Was heißt endlich mal wieder? Wir haben es ja vor 2 Jahren auch geschafft, aber es fühlte sich noch schwerer an als jetzt am Montag gegen Rostock. Und ja, gegen vorhin haben wir zum ersten Mal, wenn ich es einwerfen kann, gegen Rostock im Pokal gewonnen, ne? Im 5. Anlauf. Das sind so Statistiken. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum das so groß gemacht wird. Natürlich, man braucht irgendwas, über das man schreiben muss, aber es ist jetzt nicht so, dass wir jedes Jahr gegen Rostock spielen und dann ausscheiden.
Also klar, es gab jetzt vier Partien, die wir nicht gewinnen konnten. Allerdings war das, glaube ich, in einem zeitlichen Rahmen von ja, 27, 30, 100 Jahren oder so. Ja. Aber es ist trotzdem signifikant. Ja, ne? Also wenn du noch nie gegen Rostock im Pokal gewinnen konntest. Und dann gibt's die Erstrundenauslosung und dann steht da Hansa Rostock gegen VfB Stuttgart. Und der offizielle Kanal von Hansa Rostock twittert oder Facebook dann irgendwie, wir spielen gegen den VfB, also ein Freilos. Ne? Also ich finde das witzig, ich finde, das kann man machen, aber es zeigt ja auch, wie tief das dann halt schon gegriffen hat irgendwie. Ja, klar, wenn man sich ansonsten nichts erfreuen kann in Rostock, dann, dann halt über sowas. Also bei uns gab es dann noch ein paar größere Erfolge als einen Erstrundenerfolg gegen eine ambitionierte Mannschaft. Aber ich trete deswegen nach, weil die da die Nazi-Scheiße gemacht halt haben. Relativ witzig, ja. So, ich bin immer noch beleidigt mit Rostock, wegen diesem Nazi-Quatsch da. Das verzeihe ich dir nicht so schnell. Gut, Auslosung, zweite Runde, findet statt am Sonntag um 18 Uhr. Und gespielt wird dann am 29. und 30. Oktober. Das ist ein Dienstag bzw. ein Mittwoch. Und wir sind schon gespannt, gegen wen es dann geht. Ich habe ja auf Twitter schon mal mein Wunschlos geäußert. Ich möchte gerne... KSC oder wen? Nein. Okay. Sebastian. Union Berlin. Union Berlin ist mein... zu früh, oder? Das wäre eher so was fürs Halbfinale. Ich habe darauf auch eine schöne Antwort bekommen. Es wäre natürlich viel demütigender, wenn wir sie im Finale in Berlin schlagen. Das stimmt natürlich. Am besten in der Relegation. Jemand geschrieben, irgendwie noch 5 Siege bis Europapokal oder so. Ne? Also mehr sind es gar nicht. Also wir sind eigentlich schon fast drin. Meinst du, wir holen dann den Dietrich und den Reschke zurück? Weil sie ja dann mehr oder weniger recht ja, haben. Ja, genau. Die sitzen dann das ersparen auf wir uns. Einladung irgendwie auf der Ehrentribüne, ja. Ja, aber nicht auf unserer. So, dann kommen wir zum Spiel gegen St. Pauli, das am Samstag ansteht. 13 Uhr oder 13.30 Uhr, weiß der Kaja. Ich weiß auch gar nicht. Ich weiß. Ja? Also auf jeden Fall Mittag. Viel zu früh. Ja. Viel zu früh, so sieht's aus. Zu früh, um sich zu betrinken. und vielleicht ja, Moment. Ja, na, also ich kann ja nicht um 11.30 Uhr vorm Palm Beach schon mir das Bier reinleeren. Also das schaffe ich nicht. Das geht nicht. Das sind Anschluss. Ja, der muss vielleicht schon am Freitagabend irgendwie vorlegen und dann noch mit Restalkohol ankommen oder so. Das stimmt. Das wäre vielleicht eine Überlegung wert, dass man sich da einfach wieder auf die Lauer legt. Ich weiß ja, ich glaube, Atakan Karasor schläft noch im Hotel vor Ort. Echt? Und okay. Ja, also er hatte davon gesprochen, dass er ein Hotel direkt neben dem Stadion hat. Da gibt es ja nicht allzu viele außer das Hilton. Ja, da gibt es nicht viel, ja. Und unser neuer Spieler, Maman Jituka, wird ja sehr wahrscheinlich da auch wieder abhängen. Und zwar am Palm Beach. Da hat er ja sein erstes Foto hier auf Stuttgarter Boden gepostet. Also zumindest hat das Palm Beach so rübergebracht, als er da in Adiletten erstmal ja eine Stippvisite gemacht hat. Ah, da kam das Bild her, okay. Ja, davon kommt dieses Bild. Gut, also dann kommen wir zum Spiel gegen St. Pauli. Wie gesagt, wir werden zum ersten Mal im neuen dritten Trikot antreten, über das wir auch noch nicht gesprochen haben. Im dritten Heimtrikot. Genau. Sehr gut, ja. Was sagst du denn zum Trikot? Sebastian, was sagst du denn zum Trikot? Ja, also ganz grundsätzlich muss ich gestehen, ich bin großer Jakob-Fan. Weil wir jetzt drei Trikots haben, also Heim, Auswärts und Third, die kein anderer Verein haben kann. Ne? Das Heimtrikot hat diese legendäre Soundwave mit dem Gesang der Cannstatter Kurve. Das rote Auswärts oder das rote Heimtrikot, wie das Marketing sagt, hat die Elemente vom Stadiondach und das dritte Trikot ist jetzt schwarz, hat das Fanta 4 Logo und sieht halt genauso aus wie das Südmilch-Trikot von 1989. Man kann das jetzt optisch irgendwie alles als nicht ganz so gelungen finden, okay. Aber ich finde es total cool, dass der VfB jetzt Trikots hat, die kein anderer Club haben kann. Und wenn man sich jetzt in der zweiten Liga umguckt und guckt halt nach Sandhausen und nach Aue und dann stellt man fest, haben die nicht alle dieselben Trikots und trägt in der ersten Liga nicht Union Berlin das gleiche Trikot wie Hannover 96 in der letzten Saison, dann muss ich sagen, hey, der Wechsel von Puma zu Jakob war ein cooler Move, weil der VfB hat jetzt Trikots, die so niemand anders tragen. Finde ich total geil. Ich finde es optisch
mitunter nicht so ganz gelungen. Und davon abgesehen würde ich mir halt nie im Leben ein Stück Stoff kaufen, was 90 Euro kostet und in der Herstellung ein Zehntel davon kostet. Aber das ist meine persönliche Meinung. Aber ich finde es halt cool, dass der VfB unique Trikots hat. Im Gegensatz zu Puma, wo man halt irgendwie die Wahl hatte, vermutlich zwischen Template 1, 2 oder 3. Sondern es ist halt wirklich eigenständig. Es hat eine Idee dahinter. Ja, also mag ich. Ich kaufe es mir trotzdem nicht. Ich auch nicht, sage ich schon vorneweg, aber ich muss auch gestehen, ich finde das ziemlich cool, dass wir wirklich drei spezielle Trikots haben. Einfach drei Trikots, die sich komplett von den anderen Trikots unterscheiden. Du hast es ja gerade schon hervorragend ausgeführt. Meine erste Reaktion, als ich das neue dritte Trikot gesehen habe, war auch, oh Gott, das gefällt mir gar nicht. Also gerade dieser Stern so prominent in der Mitte gefällt mir einfach nicht. Also das war meine erste Reaktion. Mittlerweile... Ja, muss ich sagen, habe ich mich damit schon ein Stück weit angefreundet. Also ich finde es jetzt besser als im ersten Moment, als ich es gesehen habe. Und ich kann damit leben. Ich meine, das ist jetzt das dritte Trikot. Wir werden das jetzt nicht in jedem Spiel sehen. Also wer sich daran stört, mein Gott. Ja, aber wie du sagst, es sind drei ganz spezielle Trikots, die das gab's so einfach noch nicht. Also wir hatten halt immer so ein random Trikot, das weiße mit dem roten Brustring, das ist auch okay, aber selbst das unterscheidet sich ja von denen, die wir zuletzt hatten und nicht durch irgendwelchen schwarzen Rand, den man nicht braucht, sondern eben durch diese Soundwave. Also mir gefällt das Engagement von Jaco und man kann natürlich immer über Geschmack streiten. Es wird genügend Leute geben, die feiern das total ab und es wird genügend Leute geben, die finden es einfach nicht so schön. Das ist halt so und damit müssen wir leben. Aber insgesamt muss ich sagen, gefällt mir dieses Engagement, das Jaco da an den Tag legt. Und ich bin vor allem gespannt, was da noch so alles kommt. Also ich bin halt auch kein Trikotkäufer, aber ich finde es natürlich schön, wenn unsere Jungs in einem schönen Trikot spielen. Oder ja, zumindest absolut. Ja, in einem besonderen Trikot. Sagen. Und ich mag halt wirklich, wie du sagst, ne, das Engagement von Jaco als dass halt dieses Schild als regionaler Partner nicht nur vor sich hergetragen wird, sondern dass man halt dieses Versprechen auch einlöst. Ne? Und die machen halt wirklich so ein bisschen mehr als der Global Player Puma, sondern halt wirklich drei Trikots, die unique sind. Ne? Weder Sandhausen noch der KSC noch Hamburg noch irgendein anderer Zweit- oder Erstligist kann dieses Trikot verwenden, weil es ist halt wirklich auf den VfB maßgeschneidert, weil es sind Elemente drin, die kann halt nur der VfB vorweisen. Das finde ich klasse. Und was ich auch nett finde, also ist für mich jetzt auch kein Kauf- oder Nicht-Kauf-Argument, aber was ich nett finde, ist, dass das Trikot, was die Fans dann für teures Geld kaufen, auch genau das Trikot ist, was die Spieler tragen. Und auch das war bei Puma anders, weil das Trikot, was ihr dann für 90 Euro oder für 95 Euro von Puma gekauft habt, war mitnichten das Trikot, was halt in der Kabine beim VfB hing, sondern das war auch nochmal ein anderes einfach. Ne? Also das ist kein, bei Jaco kein, sind keine Replika, sondern es ist halt das Trikot. Das finde ich auch nett, aber wie gesagt, es ändert nichts dran, dass ich halt trotzdem keine 90 Euro für irgendein Stück Polyacryl zahle, was dann irgendwie für ein Zehntel dafür in Asien hergestellt wurde. Also brauche ich nicht. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass ich es ungewohnt finden werde, wenn wir am Samstag eben in Schwarz auflaufen. Das ging mir damals, als das Stadttrikot präsentiert wurde, auch so. Da hatten wir ein Freitagabendspiel gegen Dortmund. Gegen Dortmund. Genau, ja. Die Trikots waren November zwar... November 2017. Ach, das waren noch Zeiten. 2:1. War doch 2:1, ja, ich glaube schon. 2:1? Ja. Akolo mit diesem merkwürdigen Tor. Ja, ja, klar. Akolo und Bürki halt, ne? Ja, und dann Brekalo, das 2:1 dann auf Vorlage von Özcan. Genau. Und zwischenzeitlich hat, glaube ich, Götze... Philipp, glaube ich. Philipp war es. Stimmt, du hast recht. Du hast absolut recht. Gut, sei es drum. Das waren tolle Zeiten und das wollte ich noch kurz ausführen. Fand ich auch merkwürdig, als wir da in Schwarz aufgelaufen sind, obwohl die Trikots auch irgendwie einen coolen Touch hatten. Aber ja, zu Hause will ich einfach weiß, roter Brustring. Finde ich am besten. Sei es drum. Absolut. Und ich würde zum
Third-Trikot, also zum Fanta 4-Trikot noch sagen. Ich finde das eigentlich, also der Mercedes-Stern ist natürlich viel zu groß und ich hätte es halt gefeiert, wenn einfach die Mercedes-Benz-Bank drauf verzichtet hätte, dann noch den Brustring zu belegen, weil dann wäre es halt 1:1 eine Kopie des 89er-Trikots mit Südmilch gewesen, also Sponsor-Logo oben in den Kasten und der Brustring bleibt frei, nur in einer anderen Farbe und dann wäre es halt wirklich großartig gewesen. Ja, und das hat halt nicht geklappt und das liegt wahrscheinlich nicht an Jakko und nicht am VfB, sondern vermutlich an der Mercedes-Benz-Bank. Dann wäre es großartig gewesen, so ist es ja okay, aber nichts, für das ich Geld ausgeben würde, aber wie gesagt, also drei unique Trikots, das ist weitaus mehr, als die meisten Zweit- und Bundesliga-Vereine von sich sagen können. Also insofern alles okay. Wobei, soweit ich weiß, ist dieser Stern eh nur ein Goodie der Daimler AG. Weil eigentlich Mercedes-Benz Bank diesen Stern so nicht verwendet, wie er auf dem Trikot verwendet wird. Und das war damals irgendwie sogar eine Aufsichtsratentscheidung bei der Daimler AG. Ich meine mich zu erinnern, dass ich da mal in diese Richtung etwas gehört habe von Herrn, ach, wie heißt er denn? Er sitzt auch bei uns im Aufsichtsrat. Mit den zwei. Bank. Ja, der hat auch diese zwei Vornamen. Wie hieß er denn nochmal? Ist der nicht Heiner oder Rainer? Ja, Rainer irgendwas. Walter, Rainer, Heiner, Walter, weißer Kuckuck. Den Walter Rainer, ja, ja. Wie auch immer. Gut, lass uns auf das Spiel gegen St. Pauli so ein bisschen gucken. Nicolas Gonzalez kommt zurück von einer erfolgreichen, ich sag mal, längeren Auswärtstour. Und zwar hat er ja... Als Campion, ja. Richtig, mit der argentinischen U23 bei den Panamerikanischen Spielen eine Goldmedaille abgesahnt. 4:1 im Finale gegen Honduras gewonnen im Universitätsstadion der peruanischen Hauptstadt. Und zwar im Estadio San Marcos in Lima. Klingt das nicht toll? So könnte man doch ein Stadion nennen. Estadio San Marcos. Das klingt doch hervorragend. Also, die Argentinos haben da letzten Endes, wie gesagt, diese Goldmedaille gewonnen, konnten sich damit auch für Olympia 2020 in Tokio qualifizieren. Und das Besondere war eigentlich, dass Nico Gonzalez bis dato nie für eine argentinische Auswahlmannschaft nominiert wurde. Ja, das war das erste Mal, dass er für sein Heimatland auflaufen durfte. Dementsprechend stolz war er natürlich, dass er letzten Endes dann auch gleich mal ein Turnier damit mit der Truppe gewonnen hat. Übrigens zum, ich glaube, 7. Mal haben die Argentinier dieses Turnier gewonnen, zuletzt 2003. Da vorlagen die Siege etwas, weiter in der Vergangenheit, ich glaube in den 50er Jahren waren die irgendwie alle 4 Jahre Sieger der panamerikanischen Spiele im Fußball. Ja, aber er ist zurück. Umso erstaunlicher, als dass Nicolas Gonzalez im allerersten Spiel der argentinischen Mannschaft gleich den Torwart der argentinischen Mannschaft irgendwie mit einem Kung-Fu-Tritt außer Gefecht gesetzt hat und dann für 3 Spiele, glaube ich, gesperrt wurde. Die Sperre weiß ich nicht mehr. Im Halbfinale wieder eingreifen durfte, ne? Also ich habe das Thema ein bewegtes Turnier hinter sich. Ich habe das Thema ausgespart, weil genau das möchte ich von ihm natürlich nicht sehen. Also das war so, er hat schon so ein bisschen von der Logik oder vom Verstand her an das Spiel in Berlin erinnert, als man sich auch gefragt hat, was geht in deinem Kopf vor? Ähnlich war das im ersten Spiel, dass er für die Argentinier bestritten hat. Aber letzten Endes kommt er mit dieser Goldmedaille und mit einer guten Laune hier in Stuttgart an. Ich glaube, er hat heute sogar schon wieder mit der Mannschaft trainiert oder morgen. Ah, okay. Cool. Also er ist auf jeden Fall jetzt wieder in Stuttgart seit Mittwoch und wird sich jetzt vorbereiten können auf das Spiel gegen St. Pauli. Holger Badstuber, haben wir schon drüber gesprochen. Da sind wir noch nicht ganz schlüssig, ob er wieder einsetzbar ist, ob er wieder spielen kann gegen St. Pauli. Gregor Kobel bekommt wohl grünes Licht, habe ich heute gelesen. Man muss natürlich jetzt letzten Endes die Pressekonferenz, ich denke mal morgen abwarten, was Tim Walter da noch so zu erzählen hat, was das Personal angeht. Und ja, St. Pauli hat selber genügend Verletzungsprobleme, da fallen auch viele, viele wichtige Spieler aus. Zuletzt hat es Abwehrchef Christopher Avevor erwischt, der sich schwer verletzt hat. Ich glaube, im Spiel gegen Greuther Fürth war das. Also da fehlt. Ja gut, ich glaube, die haben auch vor allem auch Trainerprobleme, ne? So wie ich weiß nicht, ob das zu groß gemacht wird. Es geht, du spielst natürlich darauf an, dass Jos Luhukay die Mentalität des kompletten Clubs FC St. Pauli so ein bisschen in Frage gestellt hat. Ja, und vor allem nicht nur einmal, sondern halt mehrmals. Ja. Einfach, ne? Und da fragt man sich schon, wie so ein Club wie St. Pauli, der
schon so ein bisschen übers Kollektiv und das Zusammenhaltgefühl kommt, dann noch funktioniert, wenn der Trainer halt sagt, hey, ihr Vorstände und alle da oben, ihr seid scheiße und das Team ist eigentlich auch scheiße und also ich bin mal gespannt. Ich verstehe aber die Stoßrichtung. Ich hätte es vielleicht nicht öffentlich absolut, getan. Absolut, ja, ja. Das ist ja genau das Gleiche, was halt auch in Stuttgart halt schon Trainer und Funktionäre versucht haben. Wir müssen diese Wohlfühlatmosphäre auflösen halt, ne, weil die bringt uns nicht weiter. Und wir können uns halt nicht alle gegenseitig den Kopf streichen, sondern müssen halt irgendwie ansprechen, hart ansprechen, was halt nicht läuft. Und das versucht Jus Lohokai vermutlich gerade auch auf St. Pauli, aber ich bin mir nicht sicher, ob das halt so wirklich funktioniert. Ja. Naja, auf dem Platz funktioniert es ja eben nicht. Also sie haben sich enorm schwer getan gegen Lübeck. Genau, im Pokal lief es nicht wirklich rund und in der Liga bisher auch nicht so. Also ja, mal gucken. Ja, also das stimmt schon. Also es scheint noch nicht so richtig optimal zu funktionieren, was sich da Jos Luhukay ausgedacht hat. Dabei galt St. Pauli ja für den einen oder anderen als Geheimfavorit in Sachen Aufstieg. Ja, absolut, ja. Also davon haben sie bislang noch nicht allzu viel zeigen können. Hängt natürlich auch mit diesen vielen Verletzten zusammen, muss man ehrlicherweise sagen. Es gibt schon aus meiner Sicht richtig gute Spieler in dieser Mannschaft, auf die wir auch aufpassen müssen am Samstag. Nicht zuletzt der neue Shootingstar, möchte man schon sagen, Christian Conté, der im ersten Ligaspiel direkt mal ein Tor geschossen hat und auch im zweiten Spiel ganz ordentlich aufgelaufen ist. Also das war schon sehenswert, was der so zeigt. Und man hat natürlich dann mit Christopher Buchtmann und Waldemar Sobota und Mats Müller-Deli schon auch Qualität im Mittelfeld, die mit Einzelaktionen Spiele entscheiden können. Vorne Dimitrios Diamantakos, der jetzt in 3 Pflichtspielen 2 Tore geschossen hat, auch er ist da zu nennen, wurde zwar jetzt für den DFB-Pokal gesperrt nach diesem Dritt gegen den Lübecker Torhüter, aber er wird, gehe ich von aus, am Samstag auflaufen. Und das ist halt so ein typische Stürmerkante, der nimmt dir halt auch mal so eine Halbfeldflanke ab und köpft die dir rein, wenn du nicht aufpasst. Also da ist schon Qualität da, ja, aber es scheint irgendwie noch nicht so richtig zu fruchten. So möchte ich es mal ausdrücken. Ja, ich kann die noch nicht so richtig einschätzen, die St. Paulianer. Also ich glaube, die haben sich bislang unter Wert verkauft. Ich weiß nicht, ob du da noch irgendwelche Sachen gehört hast oder dich mit Leuten unterhalten hast aus dem Umfeld. Nein, um Gottes Willen. Nee, ja, kann Deutschen ja sein. Ist das so gar nicht mein. Nee, aber also ich glaube, aus Sicht des VfBs, ne, wenn du aufsteigen willst, dann musst du ein Heimspiel gegen St. Pauli gewinnen. Also egal, wie gut irgendwelche Buchtmanns und sonst welche Leute sind, du musst das Spiel einfach gewinnen. Klar. Und was so die derzeitige Formkurve betrifft, kannst du es auch gut gewinnen. Also aber es ist, Sebastian, es ist natürlich der perfekte Gegner für St. Pauli, also der VfB. Wir sind der perfekte Gegner. Ja? Also St. Pauli tut sich einfach schwer damit, selber das Spiel zu machen, Chancen zu kreieren. Da sind sie relativ schlecht drin. Ich kann mir vorstellen, dass sie das gar nicht so scheiße finden, dass sie jetzt hinten reinstellen können und mit der ein oder anderen Halbfeldflanke für Gefahr sorgen. Also das... Na, null, gar keine Frage. Also ich glaube, jetzt auswärts auf St. Pauli wäre komplettes Gift, ne, weil die würden genauso auftreten wie Hansa Rostock. Aber jetzt halt in Stuttgart ist nochmal ein anderes Ding. Also ich habe heute irgendwie die WhatsApp-Nachricht vom VfB bekommen, dass es in allen Kategorien noch Karten gibt. Also okay. So super derbe scheint es nicht ausverkauft zu sein. Aber ja, ich hoffe mal, es werden 50.000 da sein. Und dann fällt es natürlich auch dem FC St. Pauli schwer, da sein Spiel zu machen, wenn der VfB dann drückt. Aber klar, gar keine Frage. Die werden sich alle angeguckt haben, wie Hansa Rostock am Montag gespielt hat. Und es ist für mich auch so die Blaupause, wie du als technisch und individuell unterlegener Gegner gegen den VfB auftreten kannst. Ne? Also hinten konsequent, körperlich robust und vorne mit langen Bällen und schnellen Stürmern. Und ja, dann kriegen wir Probleme, gar keine Frage. Und so wird St. Pauli auch spielen und dann gucken wir mal, ob wir irgendwas dagegen zu setzen haben. Und ich glaube schon. Aber ja, es wird kein Selbstläufer. Nee, ein Selbstläufer wird es definitiv nicht. Für alle Freunde von Olaf, er ist aufgetaucht. Also es gibt ja immer mal wieder Leute, die sagen, Mensch, wo war denn Olaf in dieser Ausgabe? Ich hoffe, ihr habt ihn gerade gehört. Er kam hier kurz rein, hat den Kratzbaum malträtiert und ist jetzt wieder rausgegangen. Also es war einfach... und seit seinem richtigen Tipp fürs Rostock-Spiel fütterst du ihn auch wieder, oder? Na, ich habe gesagt, zweimal in Folge, dann gibt's wieder was.
Okay, okay. Ja, müssen wir mal gucken. Er sah ja auch relativ gut genährt aus, also der hält auch ja, ohne Butter durch. Es ist eine britische Kurzhaarkatze. Er kann doch nichts dafür. Er hat schwarze Knochen, schwere Knochen. Also er kann doch nichts dafür. Ja, es ist wirklich nicht so schlimm, wie es aussieht, weil wir haben natürlich auch mal gedacht, Mensch, haben wir den zu fett gemacht? Nee, wir waren beim Tierarzt, also wir gehen regelmäßig zum Tierarzt einmal im Jahr und kriegt da seine Diabetes-Spritzen. Nee, Quatsch. Schwere Knochen. Habe ich auch, da ist voll Verständnis. Ja. Nee, wir haben den Tierarzt gefragt, ob das normal ist, dass die Katze 7 Kilo wiegt. Und dann hat die Tierärztin gesagt, ganz normal bei britischen Kurzhaarkatern, vor allem, wenn sie kastriert sind. So, ja, also da konnten wir... Genau mein Problem. Schwere Knochen, kastriert. Unkastriert, okay. Ja. Das sind Einblicke, die bekommt man, glaube ich, in nicht allzu vielen Podcasts. Gut, sei es drum. Jetzt gibt es noch Einblicke, die bekommt man vielleicht in vielen Podcasts, aber... Wenige haben daraus so ein tolles Spiel gemacht wie wir, nämlich den Startelf-Tipp. Letztes Mal haben wir den abgegeben für das Spiel gegen Heidenheim. Da sind wir euch noch eine Aufklärung schuldig. Sebastian lag mit 9 Spielern richtig, von logischerweise 11. Und ich habe wieder 10 Spieler richtig getippt. Ich weiß gar nicht mehr, wen ich falsch getippt habe. Ich glaube, es war Mangala. Belege für, dass du einen besser getippt hast als ich. Es gibt ja die Webseite vfbstr.de, da kann man sich das dann angucken, da wird das ja hinterlegt, grafisch hervorragend, zwar nicht ganz so geil wie auf Sky, dafür sind die Moderatoren eloquenter, das nehme ich mir jetzt einfach mal heraus. So, jetzt geht's also um das schwer einzuschätzende Spiel gegen St. Pauli. Wir haben gerade so ein bisschen drüber gesprochen. Die Startelf ist wirklich eine kleine Wundertüte. Ist, glaube ich, nicht so einfach vorherzusagen wie in den letzten Wochen. Ja, voll nicht. Ja, ich bin mal gespannt. Es fängt ja eigentlich schon im Tor an, Sebastian. Ja, total, ja. Ja, also wen hast du denn da? Ist natürlich jetzt, ist ja keine Leistungsfrage letzten Endes, sondern es geht ja nur darum. Überhaupt nicht. Aber also ich sag, Fabian Bredlow spielt nochmal, weil der Kobel, den zwickst noch so ein bisschen an der Hüfte und Bredlow hat in Rostock total souverän gespielt. Ich sag, Fabian Bredlow ist unser Keeper gegen St. Pauli. Du musst natürlich ein bisschen aufholen, von daher verstehe ich das Risiko. Ja, eben, ich gehe das Risiko. Ja, absolut. Ich entscheide mich natürlich für Gregor Kobel, der fit ist und auch am Samstag wieder auflaufen wird für den VfB Stuttgart. Ich nehme mir den konservativen Tipp. Mal gucken, wer letzten Endes besser fährt. Rechte Verteidigerposition, ich glaube, da brauchen wir gar nicht mehr drüber reden. Stenzel ist gesetzt. Oder möchtest du da jemand anders sehen? Nee, also ja, unseren japanischen Freund sehe ich da noch nicht. Nee, Stenzel. Also Stenzel gesetzt. Innenverteidigung ist für mich Kempf gesetzt. Kempf Bartstuber. Okay, du legst dich schon fest. Ich wollte nämlich jetzt natürlich überleiten auf diese wichtige Frage. Spielt Nathaniel Phillips oder Holger Bartstuber? Du sagst, Holger Bartstuber ist fit, ja, und der spielt. Der hat doch getwittert, Preparation, yeah. Schlag mich tot und so. Der brennt. Nee. Der brennt auf jeden Fall. Der Holgi, der spielt. Ja. Ich entscheide mich auch für Holger Bartstuber. Also man muss natürlich, wie gesagt, berücksichtigen, ist er gesund? Wenn er das ist, glaube ich, dass Tim Walter hier ja auf Holger Bartstuber setzen wird. Jetzt wird's schon interessant. Ich glaube, Holger Bartstuber hat relativ viele Spiele in dieser Saison. Also der ist ich glaube, unser Zweitliga-Verteidiger. Das dachte ich mir auch. Also zumindest nach der ersten Halbzeit gegen Rostock, da wurde mir dann wieder so ein bisschen gewiss, dass Holger Bartstuber ja schon eine gewisse Verletzungsanfälligkeit hat. Ich weiß, er hört das nicht so gern. Aber es ist ja so, dass er relativ häufig verletzt war und man erschreckt sich natürlich direkt, wenn man hört, oh, Sprunggelenksprobleme, ist das wieder was ihn länger außer Gefecht setzt? Scheint jetzt so, als wäre es nur eine Kleinigkeit. Hoffen wir, dass es so bleibt. Interessant wird es natürlich jetzt auf der Linksverteidigerposition. Borna Sosa, sehr engagiert, gutes erstes Spiel gemacht, danach fiel er so ein bisschen ab. Ich leg mal vor, weil ich ja auch die letzten beiden Spieltage für mich entscheiden konnte. Ja. Und sag aber dennoch, dass Borna Sosa eine weitere Chance erhält von Tim Walter und Emiliano Insua ja noch sich noch ein bisschen gedulden muss. Ja, ist Insua schon wieder fit? Insua ist fit. Okay. Nee, aber Borna Sosa. Borna Kontrolle! Sosa. Ja, also Kontrollehälter. Defensives Mittelfeld. Ja, überhaupt Mittelfeld. Da bin ich jetzt auch gespannt, wen du da so benennst. Ich fange mal an und Sakarazor und Didavi sind gesetzt. Gehst du da mit? Auf der 6 und auf der 10 quasi, ja, auf den Mittelpositionen. Ja, ich meine, wir müssen uns jetzt nicht festlegen, welche Position die da sind. Ja, nee, spielen. Aber ja, ich glaube schon, also
Atakan Karaso ist halt irgendwie schon so ein Walter Liebling, hat jetzt irgendwie, ja, wie gesagt, nicht so brillant gespielt, aber ja, hat das Potenzial, den sehe ich auch. Und ja, und die Davi ist halt, wenn er fit ist, war er schon in der ersten Liga halt der Unterschiedsspieler und aktuell ist er fit, deswegen spielt er und ich befürworte das. Ja, bin so, ich dabei. Dann habe ich drei Leute, die sich um noch zwei Startplätze streiten und ein Dark Horse. Also ich lege auch hier wieder vor, Castro, Clement, Ascasiba. Die drei sind für mich ja die, die sich um diese zwei letzten Plätze im Mittelfeld streiten. Und ich nehme noch Klimowicz mit ins Boot, weil ja, er hat aus meiner Sicht eine sehr, sehr gute Vorbereitung gespielt. Es war für mich auch kein Zufall, dass Walter ihn in Heidenheim reingeworfen hat. Und er hat auch gezeigt, dass er das Zeug dazu hat, Tore zu schießen. Und vielleicht ist diese Geschwindigkeit, die er mit reinbringt, ja, einfach so ein Attribut, das als Überraschung von Walter mit in den Topf geworfen wird, um dann, ja, einfach, ja, was Neues so ein bisschen seinen Gegnern auch vorzusetzen, um es mal so auszudrücken. Aber ich lege mich fest und sage, dass Castro und Clement beginnen werden am Samstag. Also ich glaube, dass Tim Walter auch ein großer Santi Ascasiba-Fan ist und deshalb auf Clement und Ascasiba setzt und Gonzalo Castro draußen lässt. Das ist natürlich, das ist mutig, finde ich. Clement und Ascasiba. Ich muss das Risiko gehen einfach. Ne? Das stimmt. Es wäre für mich jetzt auch nicht völlig undenkbar. Ja, also ich habe es ja vorhin angesprochen. Castro hat regelmäßig ja dann in der zweiten Halbzeit einfach ein bisschen abgebaut, was die Passquote angeht. Laufleistung konnte ich nicht sehen. Also da sehe ich immer nur den kompletten Wert über 90 Minuten. Ja, vielleicht braucht er auch einfach so eine kleine Pause. Allerdings ist ein Gonzalo Castro ein Spieler, den du einwechseln möchtest. Weiß ich nicht, ob der so viel... Nee, der ist kein Einwechselspieler. Ja. Wahrscheinlich lässt er dann halt irgendwie komplett draußen. Aber Clement hätte auch mal verdient, halt einfach... Wenn er fit ist, ja. Zu starten. Ich glaube, der muss halt auch langsam mal so das Vertrauen geben, damit er wieder die Performance auch bringt, die er in Paderborn immer gezeigt hat. Bleiben die zwei Positionen vorne im Sturm übrig, die wir benennen müssen. Auch hier habe ich vier Spieler für mich, die sich um diese zwei Plätze streiten. Zum einen Hamadi Al-Gadoui, zum anderen natürlich Mario Gomez, dann haben wir Nico Gonzalez, der zurückkommt und jetzt, hier wieder, ich bin gespannt, das Dark Horse Wamoji Tuka. Der auch für mich schon, sag mal, allein wegen der Ablöse schon ja, absolut, Spieler, oder? Für die Startelf sein muss, ja. Aber ich entscheide mich, das ist echt schwer, also Al-Gadoui, sage ich, ist für mich fix. Und dann schwanke ich zwischen Gomez und Gonzales. Ja, also richtet sich auch so ein bisschen danach, wann kommt der Gonzales hier in Stuttgart an? Wenn er erst am Mittwochabend zum Beispiel ankommt, Donnerstag zum ersten Mal mit der Mannschaft trainiert, dann könnte es eng werden. Wenn er aber heute schon mit der Mannschaft trainiert hat, sage ich, dann spielt er. Und komm, jetzt gehe ich mal ins Risiko und sage, Gonzales und Al-Gadoui sind unsere beiden Startstürmer am Samstag. Okay, also ich würde sagen, Tim Walter geht kein Risiko, bringt safe den Doppel-Ochsen-Sturm mit Al-Gadoui und Gomez. Und hat dann Gonzales und Wamajituka als Backups, die er noch einwechseln kann. Übrigens wäre das gar nicht so blöd gegen St. Pauli, weil die wirklich anfällig sind, was so Flanken angeht. Also das wäre auch ein probates Mittel, gegen St. Pauli mit Flanken zu operieren. Ich bin sowieso gespannt, was sich Jos Luhukay für seine Rückkehr in Stuttgart ausdenkt. Denn ja, er hat ja gegen Lübeck zum ersten Mal mit Dreierkette gespielt. Sonst immer mit Viererkette. Ich würde mich nicht wundern, wenn er da mit so einer Dreier-Fünferkette gegen uns agiert. Das könnte interessant werden dann, wie wir uns da durchsetzen, wie wir uns durchkombinieren wollen und ob es dann nicht doch mal die ein oder andere Halbfeldflanke gibt. So, dann gucken wir. Ich muss ja sagen, bislang, ne? Also vier von fünf Toren oder drei von fünf Toren sind ja durch Flanken und Standards gefallen. Also so nach dem typischen Walter-Ball-Prinzip haben wir noch kein Tor erzielt. Also bislang ist ja eher alles relativ anti-walterisch. Mal gucken. Aber wir feiern die Tore, wie sie fallen. Absolut. Also Hauptsache sie fallen. Das ist das Wichtigste. Absolut. Wir wagen einen kleinen Blick zu unseren U21 und U19-Mannschaften. Und zwar ist mir da aufgefallen, dass unter Thomas Hitzesberger schon ja einfach der VfB 2 wieder näher an die Profis ranrückt. Das war ja etwas, das eigentlich in den letzten Jahren ja immer
oder beide Mannschaften, die haben sich immer mehr voneinander entfernt. Unter Michael Reschke sollte die damalige U23 sogar abgeschafft werden. Man hat sich dann ja auf einen Kompromiss geeinigt, möchte ich mal sagen, und hat gesagt, komm, wir machen weiter mit der U21. Ich bin froh, dass man sich zumindest dafür entschieden hat, weil ich glaube, dass dieser Zwischenschritt schon sehr wichtig ist. Und ich sehe die U21 wirklich als wichtiges Bindeglied zwischen U19 und Profis. Klar, in der Saison ist das relativ schwierig, weil eben die U21 der Oberliga spielt. Aber was ich dann wichtig finde, ist, dass man den Spielern in der U21 und auch die Profis, die dann vielleicht mal für die U21 auflaufen müssen, die haben vielleicht auch höhere Ambitionen, möchten Bundesliga, zweite Liga spielen und finden sich dann in der Oberliga wieder, den schenkt man dann aus meiner Sicht mit so Aktionen, dass zum Beispiel ein Tim Walter, ein Ulrich, ein Wittmeier, alle bei dem U19-Auftakt gegen Hoffenheim zu Gast waren. Die waren auch bei U21-Spielen schon da. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man den Jungs dann zeigt, uns ist das wichtig, ja, dass es diese U21 gibt, dass es eben diese Möglichkeit gibt für junge Profis, sich Spielpraxis bei der U21 zu holen, oder auf der anderen Seite Spieler, die bei den Profis nicht regelmäßig eingesetzt werden, dass die dann die Möglichkeit bekommen, bei der U21 zu spielen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, war das ja auch eine Bedingung von Thomas Hitzesberger, dass Neuverpflichtungen, wie eben auch zum Beispiel so ein Wamanchi Tukar, bereit sind, dann auch mal in der U21 auszuhelfen. Hast du auch das Gefühl, um jetzt mal eine Frage zu formulieren, dass sich hier Profis und einfach die U21 wieder, dass sie wieder näher zusammenrücken und man das Gefühl hat, dass es wirklich ja auch eine Perspektive gibt für U17, U19-Spieler. Also dass es einfach nicht nur die Option gibt, entweder Profis oder du bist weg, sondern die U21 ist ein wichtiges Bindeglied. Ja, absolut. Ne? Also das scheint alles wieder enger aneinander zu rücken. Profis, die halt in der Profimannschaft nicht zum Einsatz kommen können, spielen in der U21, auch in der Oberliga. Das ist halt echt ein Zeichen und zeigt ja auch dann den Spielern unterhalb der U21, sei es dann U19 oder U17, hey, also die U19 kickt halt gerade irgendwie nur in der Oberliga, aber wenn wir es bis dahin schaffen, dann besteht die Chance auf den Sprung in den Profikader. Und ja, das zeigt ja, dass das echt sehr wichtig ist, diese U21 zu erhalten. Und es zeigt halt auch, wie falsch es war, die Entscheidung über diese U21 in die Hände eines einzigen Mannes zu legen, der die halt für völlig überflüssig hielt und damit unserer Meinung halt komplett falsch lag. Ne? Und diese Entscheidung, ob man eine U21 braucht oder nicht, die darf nicht der Sportdirektor oder der Sportvorstand fällen, sondern die muss halt dann der Verein oder die AG fällen, wirklich einstimmig, ne, und sagen, hey, wir brauchen das Team nicht mehr, aber du kannst nicht sagen, hey, du, Micha, brauchen wir das? Und er sagt irgendwie, nee, brauchen wir nicht, okay, dann schauen wir es ab. Also das kann halt nicht sein, das ist halt eine ganz grundlegende Entscheidung und die Zeit nach Michael Reschke zeigt ja auch, dass er mit seiner Meinung, die U21 abschaffen zu wollen, dass er diese Meinung doch relativ exklusiv hatte, weil es scheint ja schon zu sein, dass alle anderen im Verein relativ großen Wert auf diese Mannschaft zu legen, zu Recht dann auch. Absolut, und in Leverkusen bereut man, glaube ich, auch den Entschluss inzwischen, dass man damals eben die U23 war es, oder die U21, ich weiß gar nicht, wie das in Leverkusen damals war, aber ich glaube, es war die U23, dass man die abgeschafft hat. Also das ist schon so ganz okay und ich würde mich freuen, wenn es dann auch den einen oder anderen Spieler gibt, der dann plötzlich mal bei den Profis wieder auftaucht, auch wenn der Kader natürlich jetzt relativ groß ist und es eher andersrum laufen wird, nämlich dass Profis bei der U21 spielen dürfen, wie auch immer, aber trotzdem gibt's ja da ein paar hoffnungsvolle Talente, also ja, Luka Mack, Aidonis sind schon Spieler, die ich mir ganz gut auch irgendwann ja bei den Profis vorstellen kann. Vielleicht auch Nick Betzner, der heute wieder getroffen hat im WFV-Pokal gegen Rot-Weiß Weiler, die zweite Runde. Der VfB ist weitergekommen, 6-1 gewonnen, eben durch unter anderem durch einen Treffer von Nick Betzner. Und der hat auch ein Tor geschossen gegen Oberachern. Ja, genau. Oder? War es gegen Oberachern? Ich weiß gar nicht mehr. Er hat auf jeden Fall ein Tor geschossen zuletzt. Ich glaube gegen Oberachern. Ja, aber Oberachern. Du musst halt auf jeden Fall halt auch den Nachwuchs und den Jugendspielern eine Perspektive aufzeigen können. Und ich hatte ja da das große Vergnügen, im Januar mich kurz mit Thomas Hitzesberger unterhalten zu können. Der war damals noch im Januar halt nur NLZ-Leiter, auch noch nicht Sportvorstand. Und konnte ihn halt auch so fragen, ja, also welche
Perspektive man den Leuten dann geben kann. Und er hat auch gesagt, ja klar, man muss ihnen halt einmal eine Perspektive geben, dass sie natürlich von der Jugendmannschaft bis zu den Profis irgendwie durchstechen können. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch als Verein irgendwie so eine gewisse Haltung zeigen und sagen, man lässt halt nicht alles mit sich machen und wenn halt die Berater irgendwie unverschämt auftreten und so weiter. Ne? Also es ist irgendwie so ein ganz schmaler Grat. Aber ich glaube, es ist für einen Verein wie den VfB unerlässlich, jungen Spielern eine Perspektive aufzeigen zu können. Und wenn du sagst, hey, wir haben keine U21 und entweder du schaffst es halt bis zu U19 und bist dann so gut, dass du halt dann irgendwie gleich im Profikader kommst oder du bist halt irgendwie erledigt, das ist halt irgendwie schwierig. Und diese Entscheidung darf man halt dann nicht einem Menschen in die Hände legen, sondern es muss halt dann wirklich unisono entschieden werden. Und da hat man letztes Jahr, glaube ich, Fehler gemacht. Und das sieht man ja auch daran, dass bei der U21 dann viele Spieler vom VfB irgendwo anders hingewechselt sind und dass das jetzt alles irgendwie doch relativ problematisch ist. Und jetzt braucht es halt wieder ein bisschen Zeit, bis sich das dann wieder alles irgendwie eingerichtet hat. Ja, aufsteigen muss man, gar keine Frage. Und dann sieht die Welt auch schon etwas besser aus. Also vierte Liga ist natürlich das Minimum. Oder was heißt das Minimum? Das sollte halt einfach die Liga sein, in der gespielt wird. Dritte Liga ist wahrscheinlich fast zu ambitioniert. Aber ich denke, mit der vierten Liga können wir alle und auch die Spieler ganz gut leben. Ich finde es dann auch okay, dass man sich von Spielern trennt, die einfach nicht bereit sind, einfach mal in der zweiten Mannschaft auszuhelfen. Leon Dayaku sei da genannt, natürlich auch als prominentester Fall vielleicht in der letzten Saison Pablo Maffeo. Also das finde ich schon ganz gut, dass Spieler wie Massimo Koulibaly bereit sind, dafür die zweite Mannschaft auszulaufen. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich glaube, dass das mittlerweile auch eine Bedingung ist, die der VfB an junge Spieler unter 20 Jahren stellt, dass man sagt, okay, wenn du hier spielen möchtest, wenn du hier nach Stuttgart wechseln willst, musst du auch bereit sein, einfach Spielpraxis in der fünften Liga zu sammeln, solltest du die nicht in der zweiten Liga erhalten. Und ja, das finde ich eigentlich ganz gut. Und ich kann nur jedem empfehlen, die U21 zu besuchen. Die Spiele sind in der Regel unterhaltsam. Es sind auch ein paar richtig gute Kicker dabei, wenn man sich überlegt, dass zum Beispiel Jan Kliment mittlerweile in der zweiten Mannschaft wieder spielt und auch fit ist. Das ist immerhin einer der herausragenden U21-Spieler gewesen beim, glaube ich, was war denn das, 2016 oder so? 2015, sei es, ihr wisst es doch besser als ich. Auf jeden Fall ist es ein Spieler, der sehr, sehr gut Fußball spielen kann und auch der neue Top-Stürmer Marcel Söckler ist jemand, den man sich gut mal angucken kann. Ein Haufen Tore in der abgelaufenen Oberliga-Saison geschossen. Also da sind schon ein paar gute Leute dabei und ihr habt die Möglichkeit, den VfB 2 am Sonntag um 15 Uhr gegen Ilshofen anzufeuern. Also guckt da vorbei, wenn ihr eine Dauerkarte habt, dann ist das Spiel für euch sowieso umsonst. Solltet ihr keine haben, zahlt ja auch nicht viel. Also guckt vorbei. Macht wirklich Spaß, weil das ist schon ein ordentlicher Fußball, der da gespielt wird. Manchmal auch vielleicht ein Stück weit ehrlicherer Fußball, weil es ein bisschen ruppiger ist und man ist halt näher dran. Also mir gefällt das immer sehr, sehr gut. Also unterstützt die Jungs und abschließend noch zum Thema Jugend möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass ein großes Talent, das in unseren Reihen steht, nämlich Jordan Meyer, 17 Jahre alt, mit der Fritz-Walter-Medaille in Silber ausgezeichnet wurde und zwar für seine Leistungen in der U17. Mittlerweile spielt Jordan Meyer schon für die U19. Ja, und es ist halt einfach eine sehr bedeutsame Einzelauszeichnung im Nachwuchsfußball, die ihm da zuteilkommt und die wirklich was Besonderes ist. Es freut mich persönlich, dass ja so ein Eigengewächs, ich glaube, der ist seit der U13 beim VfB, diese Medaille bekommt und sich vielleicht damit auch schon ein bisschen für mehr oder für Größeres empfiehlt. Immerhin 16 Länderspiele schon für die U17 bestritten. Ja, einfach ein guter Typ. Und ein verheißungsvolles Talent, wie gesagt, und er wurde jetzt oder wird ausgesendet. Ich glaube, die Medaillen gibt es irgendwie im September erst, aber ja, das ist schon gut, dass wir solche Jungs in unseren Reihen haben. Also sollte man die auch so ein bisschen unterstützen, wenn man kann, und vorbeischauen, ja, in der Mercedesstraße. Gut, Thema Jugend abgearbeitet. Kommen wir zum Thema, ja, ich möchte nicht unhöflich sein, aber eher zu den älteren Herrschaften im Verein, nämlich zum Thema Präsidentschaftskandidaten. Keine Sorge, wir gehen jetzt hier nicht wieder ins Detail, wer sich aus der Deckung gewagt hat, aber es gab eine interessante Äußerung vom Vereinsbeirat und zwar wurde von Seiten des Vereinsbeirats jetzt konkretisiert, was die Kriterien seien für einen
VfB-Präsidentschaftskandidaten. Und das lässt schon tief blicken aus meiner Sicht. Zum einen heißt es da, wir erwarten von unserem neuen Präsidenten, dass er sich sicher auf dem öffentlichen Parkett bewegen kann und den Dialog sowie den Meinungsaustausch zwischen Mitgliedern und dem Verein fördert. Wenn man das jetzt so liest, Sebastian, dann fällt mir ein Name ein, auf den das definitiv nicht zutrifft. Hast du da auch jemanden im Kopf? Nee. Ich meine Wolfgang Dietrich. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe es vermutet, ja. Ja, tatsächlich. Ne? Er war jetzt halt nicht so der große Kommunikator, das stimmt halt schon. Ja, ja, er wusste zwar, was er wie möglichst gut ausdrücken kann, ohne dass man ihm letzten Endes einen Strick draus drehen kann, aber genau, dass er das so unter Beweis stellen musste, ja, zeigt halt einfach auch schon, dass er der falsche Präsident für den VfB Stuttgart war. Ich führe mal weiter aus, was der Vereinsbeirat noch für Kriterien stellt. Und zwar, wir freuen uns, ach nee, das ist ja eher eine Aufforderung, sich nochmal zu bewerben. Wir freuen uns über jede ernst gemeinte Bewerbung, die form- und fristgerecht schriftlich auf der Geschäftsstelle eingeht, damit wir den Mitgliedern zwei sehr gute Kandidaten zur Wahl präsentieren können. Genau, ich habe mir das deswegen notiert, weil hier nochmal deutlich wurde, man möchte definitiv den Mitgliedern eine Wahl zwischen zwei Kandidaten ermöglichen, was wir ja auch immer gefordert haben und was ich auch sehr, sehr wichtig finde, dass man einfach Optionen hat und dann kann man sich entscheiden. Wenn natürlich jetzt die Auswahl ähnlich ist wie beim Präsidiumsmitglied, dann ist es natürlich jetzt auch nicht so cool. Oder der Kandidaten sind halt Wolfgang Dietrich und sein Sohn, dann ist das auch keine echte Wahl, aber ich glaube, der Vereinsbeirat hat jetzt auch in den letzten Monaten genug gelernt, dass es halt wirklich im Dezember dann eine echte Wahl geben wird. Aber die Kandidaten, die dann hingestellt werden, vor allen Dingen, wenn es dann nur zwei sind, das ist echt eine spannende Angelegenheit. Ja, das wird wirklich spannend, wer es dann letzten Endes wird. Bislang so richtig offensiv hat sich ja eigentlich nur der Herr Klopfer aus der Deckung gewagt. Ansonsten hört man ab und zu mal den Namen Guido Buchwald. Allerdings ist das mehr so gefühlt so ähnlich wie bei Cem Özdemir. Vielleicht ein Wunschdenken von dem einen oder anderen Fan. Da gibt es halt eher so das Team Berthold, ne? Also, Ja gut, aber der kann ja, also jetzt mal ganz ehrlich, es kann ja nicht ernsthaft jetzt soweit ich weiß, will Thomas Berthold ja auch eher in den Aufsichtsrat. Also, so wie ich das dann gelesen habe, hat ja dann mehr oder weniger der Herr Berthold eine Art Schattenkabinett und hätte halt schon irgendeinen Präsidenten. Also ob das dann der Buchwald ist oder jemand anders, aber das glaube ich nicht. Ja, also ich bin echt gespannt, wie das noch bis Mitte Dezember dann eskalieren wird. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es eskalieren wird. Ja, überblicke, dann ist Berthold eher mit Allgöwer und Rainer Adrion einfach sich grün und die drei wollen, glaube ich, in den Aufsichtsrat, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, genau. Aber wie willst du halt in den AG-Aufsichtsrat kommen? Es geht gar nicht. Also kommst du ja nicht rein. Also es geht ja quasi nur über diese Tür des EV-Präsidenten, der automatisch halt irgendwie auch einen Sitz im Aufsichtsrat hat. Genau. Auch hier habe ich eine sehr interessante Nachricht auf Facebook bekommen, um das vielleicht mal kurz aufzudröseln, weil wir haben, glaube ich, in der letzten Ausgabe so ein bisschen darüber schwadroniert, ob jetzt der Präsident zwangsläufig auch der Aufsichtsratsvorsitzende ist. Das ist ja nicht, sondern das ist halt, das wird halt dann letzten Endes, das ist nicht bindend mit dem. Das ist so eine Art Gentleman's Agreement, ne, habe ich dann so rausgehört. Ja, so kann man es sehen, aber wie gesagt, es ist nicht bindend, dass der Aufsichtsratschef automatisch auch Präsident ist oder andersrum. Der Lukas hat mir auf Facebook eine sehr interessante Nachricht geschrieben. Er hat erstmal erklärt, der Aufsichtsrat, das sind 9 Mitglieder. Das ist ja auch erstmal wichtig zu wissen. Und zurzeit gibt es nur 6 Mitglieder im Aufsichtsrat. Warum nur 6? Es fehlen 3. Zum einen der Präsident, der aktuell vakant ist sozusagen. Und auf der anderen Seite hat natürlich Guido Buchwald hingeschmissen. Die Stelle wurde nicht neu besetzt. Und es fehlt natürlich auch noch der zweite Investor, für den auch noch ein Posten im Aufsichtsrat reserviert wurde. So möchte ich es mal sagen. Der e.V. wird immer durch 2 Personen vertreten im Aufsichtsrat. Ja, auch das ist wichtig zu wissen. Und
ja, wenn wir das jetzt mal weiterspinnen mit Buchwald zum Beispiel und vielleicht auch Klinsmann als Vorstandsvorsitzender, dann wird es natürlich interessant, wie zum Beispiel ein Herr Port mit der neuen Situation im Aufsichtsrat umgeht. Ja. Also wenn du dann plötzlich Guido Buchwald vielleicht in einer etwas höher gestellten Position da wiederfindest. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er Vorsitzender des Aufsichtsrats wird, aber interessant wäre die Konstellation mit Sicherheit. Ich weiß nicht, ob sie unbedingt für Ruhe im Verein sorgen würde, aber jetzt gehe ich einfach mal davon aus. Das sind erwachsene Leute, die werden Probleme vielleicht auch irgendwie, obwohl das sind natürlich auch oft so Egos, die eine Rolle spielen. Ja. Erwachsene Leute, die sich halt in irgendeiner Ehrenloge dann gegenseitig mit Schimpfwörtern beschmeißen. Ja, man muss das natürlich hier schon nochmal so ein bisschen erklären. Also das war eine sehr interessante Nachricht von Lukas, sehr ausführlich, die ich mir da durchgelesen habe, aber aufgrund der dann doch schon wieder relativ langen Ausgabe halte ich mich hier etwas zurück, um alles auszuführen. Aber was ich noch als von Lukas gestellte Frage ganz interessant fand, ist, welche Befugnisse hat eigentlich der Präsidialrat, der ja eigentlich als schnelle Eingreiftruppe heikle Entscheidungen ja relativ kurz treffen kann, aber trotzdem ist es ja interessant, welche Befugnisse hat dieser Rat letzten Endes? Das weiß ich nicht, ob du da mehr weißt, weil ich wurde daraus auch nicht ganz schlau, was ich so im Netz finden konnte. Es geht wirklich also, um diese schnelle Eingreifung. Als ich gelesen hatte, konnte der Präsidialrat schon stellvertretend für den Aufsichtsrat entscheiden und musste dann erst im Nachgang den Aufsichtsrat über seine Entscheidungen in Kenntnis setzen. Und der Präsidialrat bestand aus Wolfgang Dietrich, Wilfried Port und Hermann Ohlicher. Was bedeutet, dass halt Dietrich und Port halt eigentlich komplett entscheiden konnten, was der VfB macht, ne? Und mussten halt danach erst den Aufsichtsrat in Kenntnis davon setzen. Also, ja, soweit, warte mal, Gott, so weit, so klar. Das ist klar. Entlassung Korkut. Aber in welchem Moment ist diese Dringlichkeit gegeben? Also wer beurteilt, wann es jetzt dringlichst. Ja, das ist halt so diese ominöse Grauzone, ne? Wann ist eine Dringlichkeit gegeben? Ist eine Dringlichkeit gegeben, ob man jetzt am Sonntagmorgen Teil von Korkut rauswerfen muss oder ist sie nicht gegeben? Da darf man sich halt dann gerne drüber streiten. Aber das muss doch irgendwo definiert. Meinst du nicht, dass das definiert ist irgendwo? Also das muss ja irgendwo. Ich habe mir das nochmal durchgelesen, wirklich mit dem Präsidialrat, und ich glaube, da ist der Wortlaut sogar Dringlichkeit. Also ja, das ist natürlich. Dringlich ist es immer. Ja, natürlich ist es immer dringlich, aber ob du jetzt einen Korkut am Sonntagmorgen rauswirfst nach Entscheidung des Präsidialrats oder am Montagmorgen nach einstimmigem Beschluss des Aufsichtsrats, ist halt eigentlich nicht dringlich, ne? Und trotzdem hat man es gemacht. Also ich glaube, da kannst du den halt dann juristisch keinen Strick draus drehen, aber das ist halt ein Konstrukt. Das muss man auch mal sagen, über diesen Präsidialrat oder von diesem Präsidialrat wusste ja bei der Ausgliederung, glaube ich, wirklich niemand. Ne? Dieser Präsidialrat wurde zum ersten Mal bekannt, als Oliver Trust im Doppelpass saß und Wolfgang Dietrich irgendwie wüst attackiert hat. Da wurde zum ersten Mal der Begriff Präsidialrat genannt. Und bis dahin wusste niemand von diesem Präsidialrat. Und im Endeffekt muss man sagen, ja, Wolfgang Dietrich und Wilfried Port konnten irgendwie entscheiden über den VfB, wie sie wollten. Weil dann hast du einen Ohlicher, aber der hat dann eine Stimme, die haben halt zwei Stimmen. Und damit war er überstimmt. Das ist halt Fakt. Und das sind alles so Konstrukte, die im Zuge der Ausgliederung entstanden sind, über die vermutlich niemals ein Fan im Vorfeld Bescheid wusste. Ja, und vor allem machen die mir schon so ein bisschen Sorgen. Also, ja, absolut. Das kannst du ja nicht einfach zurückdrehen. Und die Macht, die da diese drei Leute haben, oder eigentlich brauchst du ja nur zwei, die ist schon beängstigend. Ja, und die gibt es ja immer noch, ne? Also ja. Nur weil jetzt halt Wolfgang Dietrich weg ist, gibt es halt den Präsidialrat nicht mehr. Nö, den gibt es halt immer noch. Mit Geiser. Jetzt halt statt Dietrich sitzt halt da der Geiser. Jetzt kann halt der Geiser und der Port können halt irgendwie komplett entscheiden. Und wenn die jetzt heute Abend nach 8 Bier entscheiden, sie wollen Hitzelberger rausschmeißen, dann machen das halt, ne? Also das ist halt irgendwie schwierig. Ja, also es ist auf jeden Fall etwas, das man schon so ein bisschen beugen muss. Ich weiß nicht, was man da gegen groß tun kann, aber es ist natürlich wichtig, dass dann zumindest im Präsidialrat mindestens eine Person sitzt, von der man sich bist, ne? Und du brauchst halt irgendwie eine einfache Mehrheit, dann reichen halt zwei Leute und überstimmst halt alles. Und der Präsidialrat kann dann halt im Sinne des Aufsichtsrats quasi abstimmen, und das ist halt echt problematisch. Und da denkst du ja auch,
Naja, aber warum wussten wir irgendwie vor der Ausgliederung nicht von diesem Präsidialrat, der irgendwie alles bestimmen kann? Also es ist alles problematisch und ich glaube, das darf man auch nicht außer Acht lassen jetzt, nur weil Wolfgang Dietrich als Präsident zurückgetreten ist, sind jetzt nicht sofort alle Strukturen irgendwie total töfte und gut, sondern man sollte halt schon die Augen irgendwie so ein bisschen offen halten und gucken, was da passiert. Umso wichtiger ist es natürlich, sich Gedanken darüber zu machen, wen man dann letzten Endes als Präsident wählt, beziehungsweise wer dann als neues Präsidiumsmitglied auch im Dezember gewählt wird. Also da muss man sich wirklich Gedanken machen, denn die Leute, die letzten Endes dann im Präsidium sitzen oder gut, Aufsichtsrat haben wir nicht allzu viele Möglichkeiten, Einfluss drauf zu nehmen, aber trotzdem, die repräsentieren uns natürlich am ehesten, also das Präsidium letzten Endes. Und wenn man da sich, wie gesagt, gut vertreten fühlt, das meinte ich damit, dann kann natürlich da von der Seite auch Druck aufgebaut werden auf den Präsidialrat. Also das ist ja absolut, gar keine Frage. Deswegen meine ich eben, wenn da gute Leute sitzen im Präsidium, dann fühle ich mich als Fan, als Mitglied, natürlich besser repräsentiert, als wenn da Leute sitzen, die bei einer Mitgliederversammlung erstmal Wahlwerbung für den von vielen Mitgliedern, Entschuldigung, aber es ist halt so, verhassten Präsidenten machen. Ja, absolut, also, ja. Gar keine Frage, ja. Deswegen ist es mir halt wichtig, zwei Kandidaten, zwei vernünftige, hoffentlich, dann letzten Endes zur Auswahl zu haben. Da bleibe ich noch ganz kurz dabei. Ein weiteres Kriterium, das der Vereinsbeirat kommuniziert hat, ist, dass der Präsident die Tätigkeit ehren- oder nebenamtlich ausführen soll oder darf. Ja, weiß ich jetzt nicht, was da der richtige Sprachgebrauch ist. Also wahrscheinlich darf. Und ansonsten geht es nochmal darum, dass der Präsident und auch die zwei Präsidiumskollegen vor allem für die Belange des Vereins natürlich zuständig sind, insbesondere die Abteilungen Jugendfußball U11 bis U15, Leichtathletik, Faustball, Tischtennis, Hockey, Schiedsrichter und natürlich nicht zu vergessen die von uns so geschätzte Garde. Ja, also da gibt es ein paar Äußerungen vom Vereinsbeirat, die ich interessant fand, eben, dass man besonders Wert darauf legt, dass sich der Präsident auf öffentlichem Parkett bewegen kann und den Dialog sowie den Meinungsaustausch zwischen Mitgliedern und dem Verein fördert. Gut, ihr merkt's, beim VfB läuft's wirklich richtig gut, deswegen gibt's hier auch kaum was zu meckern, von meiner Seite zumindest nicht, und Sebastian hat sich auch zurückgehalten. Echt? Wir kommen ja jetzt zu was, da kann ich mich aufregen, das kann ich dir jetzt schon garantieren, denn wir wollen ganz kurz über Christian Gentner sprechen, der am Wochenende Schlagzeilen produziert hat, und zwar in einem SZ-Interview, in einem SZ-Artikel. Heute habe ich gesehen, gibt es bei den Stuttgarter Nachrichten nochmal einen Artikel, auch ein Interview. Ja, aber ich fand, der heute war relativ versöhnlich, oder? Habe ich noch nicht gelesen, leider Gottes. Den habe ich vorhin erst, als du dich um die Kinder gekümmert hast. Da habe ich den erst erspäht, möchte ich fast schon sagen. Ja, und der war dann auch hinter der Paywall und so, aber der ist relativ versöhnlich, finde ich. Dann kannst du mich ja vielleicht beruhigen. Ich möchte es so machen, ich möchte ein paar Punkte aufgreifen und dann mit dir darüber sprechen. Ja? Also, fangen wir mal an. Also Christian Gentner sagte zuallererst, ich bringe jetzt einfach die Zitate aus dem SZ-Artikel. Mich hat unser Abstieg bis in den Urlaub verfolgt. Lass mal einfach mal so stehen. Ja, schlimm, ganz schlimm. Ja, also es war für mich, als ich das gelesen habe, auch so ein kurzer Moment, wo ich dachte, ja, okay. Ja, das liest du und denkst irgendwie, ja. Vor allen Dingen, behalte das einfach mal im Hinterkopf. Ich habe diesen Satz nicht unbewusst als Einstiegszitat gewählt, denn jetzt geht's weiter. Was er nicht versteht, also ich zitiere aus dem Artikel, was er nicht versteht und zwar bis heute nicht, warum es nach der verlorenen Relegation nochmal eine Woche gedauert hat, bis sein Bauchgefühl eine amtliche Bestätigung erhielt. Ich habe schon im März gespürt, dass sie nicht mit mir weitermachen wollen, sagt er, und ich hätte mir schon gewünscht, dass sie mir das früher offen sagen. Gentner ist sogar in den Urlaub gefahren nach dem Abstieg, dann kam er für einen Abend nach Stuttgart zurück und da haben ihm Hitzesberger und Mislintat die unfrohe Botschaft überbracht. Wirklich schlecht sei das gelaufen, sagt Gentner. Und die Verantwortlichen wissen auch, dass ich das so sehe. So, das ist mal hier mein Einstieg, Sebastian. Frage ich erstmal dich. Wie interpretierst du Christian Gentners, ich würde mal sagen, fast schon kindliche, wie drücke ich es gut, nicht allzu krass aus,
dieses kindliche Beleidigtsein von Christian Gentner, so kann man es, denke ich, mal ausdrücken. Wie interpretierst du das oder beziehungsweise wie bewertest du das? Ja, ich habe noch den Eindruck dann halt von dem Interview in Nachrichten halt heute Abend. Und dann muss ich sagen, verstehe ich ihn schon ein Stück weit, weil er, ich glaube, was er sagen möchte, ist, seine Botschaft an den VfB ist, hey, sagt mir doch einfach am 30. Spieltag ja oder nein, aber sagt mir nicht vielleicht, ne? Ich kann mit ja gut leben, ich kann auch mit nein gut leben, aber gebt mir halt irgendwie ein Signal und sagt nicht, hey Christian, du musst noch warten. Und da verstehe ich ihn schon so ein Stück weit. Aber natürlich verstehe ich halt auch die VfB-Fans und ich verstehe auch meine persönliche Meinung, dass ich sage, hey Herr Gentner, wir spielen halt bis zum 36. Spieltag um den Klassenerhalt und so lange, hold your horses, also da musst du halt warten einfach, ne? Und danach können wir über deine Zukunft reden. Aber natürlich verstehe ich ihn auch persönlich, wenn er dann auch heute im Interview sagt, na, er hätte sich halt schon vorstellen können, USA, Australien, aber klar, braucht halt mit Familie da ein bisschen Vorlaufzeit und da kannst du ihm halt dann nicht irgendwie nach dem Abstieg sagen, hey Christian, du bist raus, ne? Ja, also da verstehe ich schon auch seinen Unmut. Allerdings denke ich, dass er auch dann halt Hitzlin hat verstehen muss, die sagen, hey, wir kämpfen jetzt halt wirklich bis zum Ende um den Klassenerhalt und danach gucken wir um deine Zukunft und wenn es halt nicht passt, dann passt es halt nicht. Ja, und also meine persönliche Meinung, da ist dann halt auch der VfB größer als die Zukunft von Christian Gentner und dann kann er halt dann nicht für, weiß ich nicht, Sydney United oder Orlando Magic kicken, sondern muss halt jetzt dann halt leider in der ersten Bundesliga für Union Berlin spielen, aber das wird er auch verschmerzen können. Aber also ich habe schon ein bisschen Verständnis für beide Seiten, aber im Endeffekt ist der VfB dann größer als Christian Gentner und seine Überseepläne. Ja, also aus meiner Sicht kannst du natürlich ein Problem damit haben, also nicht jetzt du, sondern Christian Gentner meine ich damit, dass Sven Mislintat und Thomas Hitzesberger den Weg wählen, wie sie ihn letzten Endes gewählt haben, nämlich relativ spät dir Bescheid geben, dass man nicht verlängert. Aber auf der anderen Seite... Da muss er sagen, hey, ich will noch ein Jahr oder zwei Jahre halt Übersee spielen, dann muss er halt sagen, ich verlängere den Vertrag auf keinen Fall, ich bin raus, egal ob wir die Klasse halten oder nicht, weil ich spiele noch ein Jahr in den USA oder in Australien, aber ich bin halt raus, ne? Aber wenn ihm das so wichtig wäre, dann müsste er es auch von sich aus so proaktiv kommunizieren, aber jetzt halt dann nicht den schwarzen Peter in die Schuhe vom VfB schieben. Das zum einen und zum anderen halt doch einfach die Fresse. Also sorry, aber es ist doch so. Mein Gott, wen interessiert das denn jetzt, ob du beleidigt bist, dass man nicht gleich mit dir so das gehandhabt hat, wie es jetzt für dich perfekt gewesen wäre. Ganz ehrlich, ist mir das scheißegal, wie Christian Gentner es perfekt finden würde, wie man mit ihm am Ende jetzt hier des Vertrags umgeht, oder der Vertragslaufzeit. Er hat im März gespürt, sagt er, dass man nicht mehr mit ihm weitermachen wolle. So, okay, wenn du das gespürt hast, dann kannst du dir ungefähr denken, auf was es hinausläuft. So, dann war es für dich wichtiger, Herr Gentner, sich nach wichtigen Spielen hinzustellen und dem Verein, der ja so viel bedeutet, erstmal wirklich in den Karren zu pissen, indem man sagt, hier läuft einiges falsch, ja, leck mir am Arsch, hier läuft eine Menge falsch, würde ich sagen, wenn du innerhalb von 3 Jahren 2-mal absteigst mit den Möglichkeiten, die der VfB Stuttgart hat. So, und alle denken, er meint das, aber er meint eigentlich seine persönliche Situation, die in jedem Fall hinten anstehen muss. Es ging von März bis Mai, eigentlich ging es ja von September bis Mai, aber sei es drum, nur gegen den Abstieg. Es ging einfach nur darum, den Worst Case zu verhindern. Und das ist einfach nicht abzusteigen. Was da intern abgeht, ja, ob er da unzufrieden ist, das muss intern bleiben. Vor allen Dingen, wenn ich der Kapitän dieses Teams bin, dann muss das intern gelöst werden. Das sind persönliche Befindlichkeiten, die immer hinten anstehen. Die kannst du, wie gesagt, intern untereinander kritisieren. Du kannst mit Sicherheit sagen, ey, Thomas, das finde ich eine Frechheit, wie du damit umgehst, was weiß ich. Aber dieses proaktive nach außen gehen, das geht mir richtig auf den Sack. Und Gleiches macht er jetzt auch wieder im SZ-Artikel. Es geht nur um seine Befindlichkeiten. Er wäre gern nochmal in die USA gegangen. Das ist mir scheißegal, wo der hingegangen wäre gerne. Ja, genau. Das ist doch mir scheißegal. Wenn du gerne nach Amerika willst und dein Vertrag ausläuft, dann kümmere dich halt vorher drum, ja, und wenn du sagst halt irgendwie, hey, ich will nochmal Übersee spielen, dann sagst du dann dem Hitzesberger, Thomas, du, nee, noch ein Jahr mache ich nicht, egal welche Liga, ich will in die USA oder ich will nach Australien oder nach Südafrika oder nach China oder so, aber das kannst du ja nicht sagen, ja, weil die so spät mit mir geredet haben, konnte ich nicht in die USA, na, wenn du in die USA willst, dann mach das halt, ne, ja, das finde ich auch schwierig, wie gesagt, das,
Interview heute in der STN ist ein bisschen versöhnlicher, wo er sagt, er findet es schade, dass er sich halt bislang halt nicht vom Team und von den Fans so verabschieden konnte, wie er wollte, und er ist halt auch irgendwie eben nicht im Bösen geschieden und so weiter. Also das versöhnt so ein bisschen, aber die Interviews davor, die fand ich auch relativ unsäglich. Ja. Die braucht es einfach nicht, und ich erinnere da an viele Internas, die immer mal wieder nach außen gedrungen sind, ja, wenn es mal nicht so lief beim VfB oder wenn irgendwelche Trainer angeblich innerhalb der Mannschaft nicht das Standing hatten, was sie eigentlich bräuchten, um ordentlich mit einer Mannschaft zu arbeiten, und plötzlich, ja, jetzt ist von mir eine Unterstellung, klar, aber plötzlich wird vielleicht ein Schuh draus, ja, weil plötzlich merkt man, dass es hier jemanden gibt, der immer seine persönlichen oder oft seine persönlichen Befindlichkeiten über den Verein stellt. Ja, das habe ich, wie gesagt, ja gerade eben schon erklärt, in diesem Interview, das er gegeben hat, nach, ich weiß gar nicht, nach welchem Spiel das war, aber wir waren mitten im Abstiegskampf, wo es darum geht, dass einige Scheiße läuft im Verein, und jetzt dieses Interview legt nochmal nach. Also, er sorgt dafür, ja, dass ich ihm halt einfach keine Tränen hinterher weine. Ja, und es geht gleich noch weiter. Wir führen das ja jetzt noch weiter aus. Also das Nächste, was dann hier in der Set stand, ist folgendes. Thomas Hitzlsperger hat schon mal angedeutet, dass man sich Legende in Zukunft wieder beim VfB vorstellen könnte. In einer noch nicht exakt definierten Rolle. Gentner mag das nicht ausschließen. Ich bin kein nachtragender Mensch. Ja, sorry, da muss ich direkt unterbrechen. Wieso denn nachtragend? Gibt es irgendeine Verpflichtung, dir einen neuen Vertrag zu geben? Das ist doch absurd. Die haben doch nicht gesagt, wir haben hier einen bestehenden Vertrag, aber verpiss dich bitte. Sondern dein Vertrag ist ausgelaufen. Das ist ein Arbeitspapier, was nicht verlängert wurde. Du kannst doch niemanden nachtragen, dass sie sagen, okay, wir entscheiden uns jetzt für einen klaren Schnitt und wir möchten halt einfach mit einer neuen Mannschaft, mit einer neuen Philosophie durchstarten. Vielen Dank, Christian Gentner. Es waren hervorragende, was weiß ich, wie viele Jahre. Es war echt toll, dass du für uns hier gespielt hast. Du hast mit Sicherheit viele gute Spiele gemacht, ja. Auch viele Scheißspiele, so ehrlich muss man sein. Und du warst mit Sicherheit auch das Gesicht der letzten, ja, ist halt der Misserfolge der letzten Jahre. Man muss es einfach so sagen, er ist halt einfach das Gesicht, hat halt Pech gehabt. So läuft's halt manchmal. Aber ich finde es wichtig, dass man halt jetzt diesen Schritt geht und dann nicht sagt, ich bin kein nachtragender Mensch. Sebastian, es geht weiter. Also, ich bin kein nachtragender Mensch, sagt er, aber er will sich das lieber schriftlich geben lassen. Mit dem Sportvorstand Michael Reschke und Präsident Wolfgang Dietrich hat er schon mal eine Zusammenarbeit nach seinem Karriereende vereinbart, aber unpraktischerweise sind die beiden inzwischen kein Sportvorstand und kein Präsident mehr. Ich hätte das schriftlich fixieren lassen sollen, sagt Christian Gentner. Das ist die Lehre, die ich daraus gezogen habe. Für mündliche Zusagen ist die Fluktuation einfach zu hoch. Leck mich am Arsch. Sorry, da fällt mir nichts mehr anderes ein. Da ist doch nicht ein Funken Demut mit dabei und vor allen Dingen auch kein, also, weißt du, was mir gefallen hätte? Wenn er was sagt, ich habe Fehler gemacht, wir haben als Mannschaft Fehler gemacht, ja, also mit der Einschätzung, wie die Truppe funktioniert, wie insgesamt hat es in der Mannschaft nicht richtig gestimmt. Also einfach in diese Richtung erstmal zu gehen, und dann kann man ja von mir aus sagen, okay, ich habe mir das hier einfach alles insgesamt anders vorgestellt. Ich hätte gerne nochmal meinen Vertrag verlängert und hätte danach auch wirklich eine Position beim Verein eine wichtige Position übernommen. Aber dieses wirklich dann immer nur so beleidigt zu reagieren, das finde ich absurd. Fast schon, also, nee, sag ich jetzt nicht. Ist egal. Aber das ist doch. Nee, das ist völlig daneben. Und wir haben ja auf dem Vertikalpass Ende 2018 mal nach einer Niederlagenserie, gegen Ende 2018, dann ja mal ein paar Briefe geschrieben, unter anderem einen an Christian Gentner, und haben ihm halt nahegelegt, tatsächlich in die USA oder nach Australien zu wechseln, was er jetzt dann irgendwie auch bestätigt hat. Also, und zwar wirklich ersponnen und erlogen eigentlich, und haben dann auch ihn gebeten, nach seiner aktiven Karriere vielleicht keinen Posten beim VfB einzunehmen. Ja, und ich denke, nach den Interviews, also wie gesagt, auch wenn das Interview heute so ein bisschen persönlich war, muss ich sagen, also so vom ganzen Mindset, vom ganzen Spirit her, weiß ich nicht, ob er dann jemand ist, den man halt dann auch in einer passiven Rolle beim VfB sehen will. Also es ist mir alles zu, ja, auch zu egozentrisch und zu wehleidig und ach nee. Aber es wird so kommen. Es wird so kommen, er wird irgendwann eine Rolle beim VfB nehmen. Man weiß nicht, also wie gesagt, ne, aktuell weht er ja schon so ein bisschen anderer Wind, und ich glaube halt schon, dass Walter und Mislintat und Hitzlsperger ja schon auch wirklich ein paar unpopuläre Entscheidungen getroffen haben, um wirklich halt so einen anderen Spirit ins Team zu bringen, weil also jetzt auch nach ein paar Wochen
ja, kann man drüber diskutieren, ne? Andy Beck zum Beispiel, den könnten wir jetzt noch brauchen, ne? Weil wir haben immer noch keinen zweiten Außenverteidiger auf rechts, also jetzt vielleicht unser Neuzugang aus Japan, okay, aber den hättest du eigentlich auch verlängern können, aber die haben gesagt, okay, Aogo, Gentner, Beck, ne, wir verlängern die Verträge nicht, wir gehen Risiko und bringen neuen Spirit rein, deswegen sehe ich auch nicht, ob unter denen jetzt dann Christian Gentner irgendwie einen Anschlussvertrag als, weiß ich nicht was, Masseur oder Platzwart oder irgendwas bekommt. Ja, aber das war jahrelang auf jeden Fall der Spirit, dass man solche Leute dann wieder mit einbindet. Und ich finde, die Interviews, die er jetzt gegeben hat, ja, die deuten halt schon so ein bisschen darauf hin, dass das vielleicht keine gute Entscheidung wäre. Das SZ-Interview war das erste, das er gegeben hat, seitdem er nicht mehr beim VfB spielt, oder? Genau, und ich fand es halt heute gut, ne? Also jetzt glaube ich heute wirklich, also ich glaube wirklich den Nachrichten ein Interview gegeben und ich fand es halt gut, er hat halt gesagt, ne, er hätte sich halt gerne von den Spielern verabschiedet und von den Fans verabschiedet und dazu hat er keine Gelegenheit halt durch die Relegation. Das findet er schade und das finde ich auch schade, weil das hätte er verdient, das hätten wir verdient, aber eigentlich spricht ja auch nichts dagegen, das halt nachzuholen. Aber wie gesagt, leider hinter der Paywall, aber das Interview heute fand ich dann doch so ein bisschen versöhnlich, wo ich vorher auch gesagt habe, ey, der Gentner, was redet er denn da in einem SZ-Interview? Und heute war das alles so ein bisschen, ja, so ein bisschen gemäßigter, wo man dachte, okay, ich verstehe seine Sichtweise schon, weil er da auch irgendwie seinen Standpunkt klar macht, dass er sagt, hey, dann soll doch der Hitzlsperger mir schon bitte im März sagen, hey, Gentner, mit dir geht's nicht weiter. Oder es geht mit dir weiter, aber diese lange Ungewissheit, das war wohl das, was ihn so ein bisschen gestört hat. Und ja, das kann ich ihn auch so ein Stück weit nachvollziehen. Er wollte Klarheit, egal in welche Richtung, die hat er nicht bekommen und das hat ihn gestört. Und ja, das kann ich dann auch nachvollziehen. Aber glaubst du, dass es Zufall ist, dass eben zuerst das SZ-Interview erscheint und nicht zuerst das der Stuttgarter Nachrichten? Weil genau so ein Interview hätte ich mir vielleicht dann gewünscht als erstes Interview, in dem er na, auch absolut, persönlich, das, ist das Ding, passiert ja nicht unabsichtlich. Hey, der Gentner, genauso wie der Pavard, ne? Also du kannst die Spieler nicht verabschieden, weil du spielst halt noch Relegation, du spielst um die Liga, da gibt's halt keinen Platz für Blumensträuße, keinen Platz für Verabschiedungen, keinen Platz für Interviews, aber dann erwartest du ja so ein Stück weit schon, dass halt ein Spieler wie Gentner oder auch Pavard dann die erste öffentliche Äußerung dann halt auf einem Stuttgarter Medium machen oder vielleicht sogar beim VfB oder irgendwie so, aber halt nicht bei einer überregionalen Zeitung wie der SZ. Also das hätte ich dann schon erwartet, dass er dann sagt, den Hörer halt abnimmt und dann halt in Möhring beim Pressehaus anruft und sagt, hey, STN, STZ, ich hätte gern ein Interview, macht ihr das bitte, weil die würden es machen und nicht halt dann irgendwie ja, in der SZ, gar keine Frage. Und dann kann er sich auch nicht beschweren, dass er keine Chance hat, sich von den Fans zu verabschieden, weil das hätte er machen können. Einfach, es gibt auch, ne? Instagram, also, da hätte er sich auch verabschieden können. Also genau, da war er gesagt, so, ja, er hat sich von sozialen Plattformen zurückgezogen. Jo, aber wie gesagt, er ruft halt bei der Zeitung an und die drucken halt dann am nächsten Tag eine Seite mit ihm halt. Ne? Also gar kein Thema. Also wenn er wollte, dann könnte er. Und nochmal abschließend, was ich ganz kurz aufgreifen will, ist Benjamin Pavard. Also sorry, aber es war ein super Fußballer. Ich bin auch ein Stück weit stolz, dass er mal in Stuttgart gespielt hat, aber den nehme ich halt 0,0 ab, dass er hier irgendeine Verbundenheit zum Verein hatte oder so. Ja, für ihn war das halt einfach ein ganz normaler Arbeitgeber, der hat ja gute Arbeit geleistet, deswegen will ich das gar nicht kritisieren. Aber die Verbundenheit zum VfB, also die war halt nie da. Der hat halt ab und zu mal was gesagt, was man so sagen muss als Spieler hier. Aber ja, ich glaube, dem ist das relativ scheißegal, dass er hier mal beim VfB gespielt hat. Also sorry, ist halt so. Also da kam ja nie irgendwas. Das ist einfach ein abgeschlossenes Thema für ihn. Es war ein Zwischenschritt auf seinem Weg nach vorne. Ja, und mit Sicherheit war er dem VfB auch dankbar, dass er die Chance bekommen hat. Weil soweit ich das noch richtig weiß, war der abgebende Verein ja nicht so angetan von seinen Qualitäten. Also die haben das so ein bisschen übersehen, was da für ein Juwel eigentlich in ihren Reihen steht, und Jan Schindelmeiser oder auch andere haben das eben erkannt. Ja, aber das ist jetzt für mich kein Spieler, der rein jetzt emotional groß mit dem VfB verbunden war. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, absolut. Also geht mir genauso. Also ich habe ja schon irgendwie große Sympathien für Benjamin Pavard. Aber ja gut, wenn er zu den Bayern wechselt und Seite halt hier in Deutschland ist auch schon in einem oder anderen Monat immer noch kein Deutsch kann, dann glaube ich halt auch, dass seine Identifikation mit, ja, vor allen Dingen mit dem Verein auch nicht so wahnsinnig groß ist. Ne?
Und so Gegenbeispiel ist für mich halt Santi Ascacibar, ne, der irgendwie als oder wurde zumindest als kommender Kapitän der argentinischen Nationalmannschaft gehandelt und ja, und der hätte diesen Sommer sicherlich wechseln können. Und ich, das will ich halt nicht irgendwie große Worte schwingen, weil das Transferfenster ist noch ein bisschen offen, aber er ist jetzt mal zumindest nicht nach England gewechselt, obwohl es da vielleicht irgendwie Angebote gab und er scheint sich halt hier wohl zu fühlen und aber da scheint mir zumindest gefühlt die Identifikation mit dem Club weitaus größer zu sein, als jetzt zum Beispiel bei Benjamin Pavard. Absolut, gutes Thema. Lass uns kurz auf die Transfers und Gerüchte der letzten Tage schauen. Da ist ja einiges passiert. Über den einen oder anderen Neuzugang haben wir schon gesprochen, unter anderem Nathaniel Phillips, 22-jähriger Innenverteidiger mit 1,88, der für ein Jahr von Liverpool ausgeliehen wurde. Man hört, dass er keine Leihgebühr kosten wird. Ich habe jetzt gelesen, dass Liverpool wohl immer so minutenbezogene Deals, also auf Spielzeit bezogene Deals abschließt. Sprich, wenn ein Spieler so und so lang eingesetzt wird, dann wird Summe X fällig. Ob das jetzt der Fall Minute ist. Minute 1000 Euro oder so. Keine Ahnung, wie das letzten Endes ist. Aber angeblich gibt es da so Deals. Ich kann es nicht verifizieren. Von daher nehmen wir das jetzt einfach mal so hin und gehen davon aus, dass er ja irgendwie ein bisschen was schon bekommen wird, beziehungsweise dass der Verein Liverpool ein bisschen was von uns bekommen wird dafür, dass er hier ein Jahr lang spielen darf. Auf der anderen Seite erhofft man sich natürlich in Liverpool, dass Nathaniel Phillips hier Einsatzzeit bekommt. Er gilt so ein bisschen als großes Talent, das nie so richtig den Sprung geschafft hat, ja, er hat es natürlich auch schwer in Liverpool den Sprung zu schaffen, hat zuletzt für die U23 in Liverpool gespielt, hat sich im Januar noch eine Operation am Knöchel unterziehen müssen, hatte dann eine schwerere Verletzung am Sprunggelenk, also ihm tut das vielleicht auch gar nicht, oder ihm tut es ganz gut, jetzt hier in der zweiten Liga für den VfB das ein oder andere Spiel bestreiten zu dürfen, und dass er Qualität hat, hat er letzten Endes in der Halbzeit in Rostock schon unter Beweis gestellt, und ich glaube, wenn man berücksichtigt, dass einfach ein Marcin Kaminski ein halbes Jahr ausfallen wird, ist das eine sehr sinnvolle Verpflichtung gewesen von Sven Mislintat und Thomas Hitzesberger. Ja. Ein weiterer Kandidat, der diese Woche vorgestellt wurde, ist eben Wataru Endo. Ja, muss man meine eigene Nachricht nochmal durchhören, glaube ich. Ja. 26. Ja, da kannst du, glaube ich, nicht so viel falsch machen mit den vielen Vokalen. Wataru Endo. 26-jähriger Japaner, den wir zunächst ausgeliehen haben von WW Senströde, so wird es ausgesprochen. Und anschließend haben wir die Möglichkeit, Wataru Endo fest zu verpflichten. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, er stand im 2018er WM-Kader der Japaner, 20 Länderspiele beschritten. Und ja, das Besondere an diesem Spieler ist, dass er wirklich viele Positionen in der Defensive begleiten kann. Tim Walter sieht ihn aufgrund der Körpergröße eher im Mittelfeld, aber er will sich noch ein genaueres Bild machen jetzt in den nächsten Tagen. Aber ich denke, das ist halt einfach so ein Spieler, der doch das ein oder andere Mal eingewechselt werden wird. Und ich finde die Herangehensweise, dass man ihn erstmal ausleiht, um zu schauen, wie kommt er zurecht in Stuttgart, wie kommt er zurecht mit der zweiten Liga, ist auch nicht die dümmste. Und wenn es funktioniert, dann kann man ihn fest verpflichten. Sven Mislintat hat noch was gesagt, was ich sehr interessant finde. Und zwar meinte er, er kennt Wataru schon seit Ewigkeiten. Also er beobachtet ihn schon seit Ewigkeiten. Das heißt, wenn Sven Mislintat sowas sagt, dann kann man sich eigentlich sicher sein, dass das jetzt nicht ein Komplettausfall wird, sondern dass das ein Spieler ist, der eine gewisse Qualität mitbringt. Denn ja, jeder, der Sven Mislintat so ein bisschen in seiner Arbeit verfolgt, weiß, dass er natürlich zum einen enorm viele Daten über Spieler sammelt und dann natürlich auch den Kreis schon etwas enger ziehen kann, was potenzielle Kandidaten für diverse Positionen angeht. Aber auf der anderen Seite mag er auch Typen, die so ein Kämpfergehen in sich tragen und beißen können und einfach auch Mentalität in eine Mannschaft tragen können. Und ich glaube, dass das nicht der dümmste Transfer ist, Wataru Endo hier einfach mal ein Jahr zu testen. So muss man es ja letzten Endes sagen. Und wenn es funktioniert, wird er fest verpflichtet. Ja. Aber nachdem jetzt Wataru Endo der fünfte Japaner, glaube ich, ist im Kader des VfB, ist Nathaniel Dennis der erste Engländer eigentlich? Ja, ist der erste Engländer, oder? Im Brustring. Ja.
Ja, also ich habe ja diese Woche auch mal getwittert, 18 Nationen vereint im Brustring. Also das ist ja total cool. Cool, ne? Ich find's cool, ja. Also Multikulti-Truppe, finde ich total, total gut. Also nee, aber das habe ich echt so jetzt wieder gemerkt, ne? Wenn du dir so den Kader anguckst, hätte heute auch mal so die Neuzugänge des VfB in der Sommertransferperiode zusammengestellt. Das ist halt echt eine komplett neue Mannschaft einfach, ne? Und das macht es halt super spannend. Neuer Trainer, neue Mannschaft, neuer Sportdirektor, neuer Kaderplaner. Das ist halt richtig gut. Also wirklich hohes Risiko, aber irgendwie auch total spannend. Aber gefühlt war dieser radikale Umbruch auch nötig. Weil wenn ich mir jetzt natürlich, ja. Ich bin der Meinung, dass auch Mislintat und Hitzlsperger auch bewusst ins Risiko gegangen sind, ne? Weil, ja, wie schon ein paar Mal gesagt, es gibt halt eigentlich keinen Grund, den Vertrag mit Andy Beck nicht zu verlängern, ne? Also, naja, es gibt schon, glaube ich, Gründe. Aber du sagst halt, du gibst ihm halt wieder ein Jahr Vertrag, du holst einen Stenzel, der Stenzel spielt und Beck hast du als Backup, ja? Ja, ja, es gibt keinen Grund, das nicht zu machen. Aber die machen es halt bewusst nicht, um zu sagen, hey, wir wollen halt wirklich einen neuen Spirit reinbringen, wir wollen einen bewussten Umbruch haben, genau. Und gehen damit natürlich ein gewisses Risiko oder ein hohes Risiko sogar. Aber das finde ich gut. Aber ja, wie gesagt, es ist halt eine Nummer, die nicht ganz einfach ist. Ja, und ich glaube eben genau das ist der Punkt, dass man die Hierarchie innerhalb der Mannschaft auch ändern möchte und auch den Spirit innerhalb der Mannschaft ändern will. Und dann kann ich verstehen, dass man sagt, nee, wir gehen hier nicht auf Nummer sicher und ja, planen einfach weiter mit Andy Beck. Wie man ja so schön sagt, weiß man, was man da so bekommt von dem Spieler. Ja, aber es ist ja nicht nur das, was er auf den Platz bringt, sondern was auch außerhalb des Platzes stattfindet. Ohne jetzt hier Andy Beck unterstellen zu wollen, dass er schlechte Stimmung verbreitet innerhalb der Mannschaft. Null, gar nicht, ne? Aber er steht halt, Er ist halt die ganz solide Lösung und jetzt hast du halt ihn eingetauscht gegen halt viele Spieler, die halt viel versprechen, aber natürlich auch ein hohes Risiko mit sich bringen. Und das ist halt Personalie Andy Beck oder auch vielleicht Personalie Ron Robert Zieler und so weiter. Ich glaube halt schon, dass halt die Verantwortlichen bewusst ein hohes Risiko gehen, um halt auch so das ganze Selbstverständnis des VfB so ein bisschen zu ändern, was ich total gut finde, aber muss ich halt dessen bewusst sein, dass es auch ein hohes Risiko mit sich bringt. Ja, keine Frage. Und abgerechnet wird am Schluss. Also wir können jetzt 100 Mal sagen, ja, ist so, dass wir die Transferpolitik begrüßen. Aber wenn wir am Ende dann, weiß ich nicht, Achter werden, dann werden wir halt trotzdem sagen, dass die Idee alles Scheiße. Es ist halt so. Also werden die geholt, ja. Es ja, aber man muss ja sagen, aber so Leute wie Al-Gadoui, ne, der irgendwie 300.000 Euro gekostet. Das Risiko ist überschaubar. Und hat uns jetzt eine Pokalrunde weitergeschossen und uns gegen Heidenheim den Punkt gebracht. Ne? Der hat seine Ablösesumme jetzt schon wieder reingespielt einfach. Gefällt mir. Und auch, dass halt Mislintat und Hitzlsperger am Anfang der Transferperiode doch relativ, in Anführungszeichen, knausrig waren und nur wenig Geld ausgegeben haben. Dann aber, wenn es um halt um einen Neuzugang wie Romain Judica geht, dann halt auch mal für 19-Jährigen irgendwie 7 Millionen Euro dann auf den Tisch legen, ohne zu zögern. Das ist jetzt keine Garantie dafür, dass der halt irgendwie mal richtig, richtig gut wird. Aber die zwei haben halt waren der Meinung, der ist es wert und dann haben sie diesen Spieler geholt und diese ganze Herangehensweise ist halt schon sehr begrüßenswert. Wie gesagt, ob das jetzt zum Erfolg führt, können wir nicht sagen, können die zwei wahrscheinlich auch nicht sagen, aber es macht halt einfach ein bisschen Hoffnung. Absolut, da bist du schon bei unserem dritten neuen Spieler, der in den letzten Tagen bekannt gegeben wurde, nämlich eben Silas Wamajutika. Das ist auch wirklich ein langer Wahnsinn, Name, oder? Man muss sich dran gewöhnen, aber er klingt sehr schön. Ja, also es ist einfach ein toller Name, muss man sagen. 19-jähriger Kongolese, der in Kinshasa geboren wurde und dort auch auf den Straßen entdeckt wurde. Also ein richtiger Straßenfußballer, der nicht etwa ein Einwandererkind in Frankreich war und dann eben da in Paris in der Vorstadt kickte, sondern er wurde in Kinshasa auch ausgebildet bei einem Verein, dessen Namen mir entfallen ist, dann via Probetraining nach Frankreich kam und sich dort dann relativ schnell durchgesetzt hat, bis hin in die Ligue 1 2. Es ist ja dann Ligue 2 in Frankreich, bei Paris FC.
eigentlich als Spieler für die zweite Mannschaft verpflichtet wurde, aber dann prädiert hat und in 32 Spielen 11 Tore erzielen konnte für Paris. Der ist jetzt letzten Endes zu uns gewechselt, ja, 7-8 Millionen, man weiß es nicht so genau, Vertrag bis 2024. Und ja, also das ist auf jeden Fall jemand, auf den freue ich mich. Die Highlights, die man dann immer so im Netz findet, du hast ja gestern auch ein Video gepostet, die ja, sehen klar, immer ziemlich cool kein, aus. Kein Neuzugang und Highlight Reel, ja. So ist es, aber man muss sagen, dass er natürlich einfach physisch unheimlich viel mitbringt. Es ist ein sehr schneller Spieler, das erkennt man sofort. Es ist für einen 19-Jähriger ein sehr weit entwickelter Spieler, rein körperlich. Also ich bin einfach gespannt, was er zu leisten imstande ist. Und was ich so interessant finde, auch wenn man ihn so sieht, ist eine richtige Kante, ist das ein Spieler, der einen feinen Fuß hat. Und das sind immer so besondere Spieler, ja. Also ich möchte jetzt Al-Ghadoui nicht die Technik absprechen, aber du weißt halt einfach, Al-Ghadoui musste gegen die Birne schießen, der steht halt richtig. So. Ja, und also für mich ist jetzt, also das ist jetzt wahrscheinlich auch völlig ein völlig verfrühtes Urteil, aber für mich ist ein Al-Ghadoui Terodde 2.0. Ne? Also technisch limitiert, aber er weiß halt genau, wo das Tor steht und er macht halt seine Kisten einfach. Ne? Also das ist für mich der Eindruck. Aber ja. Und bei Wamangi Tuka, ich muss mir mehr Zeit lassen bei der Aussprache des Namens, das ist das Problem aktuell, hast du das Gefühl, dass da noch ein bisschen mehr schlummert? Und ja, also allein das Interesse diverser anderer Clubs zeigt einfach, dass das ein besonderer Spieler ist. Schalke wollte ihn, Rennes wollte ihn. Ich habe gelesen, dass Liverpool und Barcelona auch dran waren. Ja, genau. Also das war, habe ich heute Morgen gepostet, ne? Das war ein Artikel aus dem April 2019, also auch noch nicht so ewig her. Und da hieß es irgendwie, Liverpool macht dem FC Barcelona Konkurrenz im Rennen um Silas Wamangi-Tuka. Also ja, der hat schon einen gewissen Ruf, dass die Scouts in ganz Europa auf ihn aufmerksam geworden sind. Und das war jetzt sicherlich keine Personalentscheidung, wo Sven Mislintat irgendwie in Paris angerufen hat, gefragt, willst du kommen? Er sagt, ja, ich komme halt. So, und da gab es halt sicherlich Konkurrenz aus Deutschland und von überall her. Und er hat ihn irgendwie überzeugen können. Und das ist halt schon irgendwie ziemlich cool. Ja, und was man so bisher gesehen hat, ist auch ziemlich cool. Aber ja, wie gesagt, der Typ ist 19, der wird Leistungsschwankungen haben, der muss erstmal ankommen, aber er hat halt einfach großes Potenzial und vor allen Dingen hat er halt irgendwie 5 Jahre Vertrag, also so, hoffentlich ohne Ausstiegsklausel. Ich hoffe es auch und bin gespannt, wie es, aber eigentlich muss er davon ausgehen, dass er die hat, aber sei es drum, ich bin auf jeden Fall gespannt auf den Spieler, freue mich, wenn er dann mal hier in Erscheinung tritt, ja, und ich bin einfach gespannt, was er zu leisten imstande ist und ich hoffe, dass dieser Spieler mit viel Potenzial und einem langfristigen Vertrag ja einfach glücklicher wird als der, den wir letzte Saison verpflichtet haben. Pablo Maffeo sei an der Stelle nochmal erwähnt. Gut, über Shadrack Akolos Abgang nach Amiens haben wir ja eigentlich schon in der letzten Ausgabe gesprochen. Das ist jetzt einfach. Genau, hat gleich mit seinem ersten Spiel für Amiens dann getroffen, natürlich. Richtig. Also wie so ist es halt. Er wird wahrscheinlich und, ein gutes Halb. Und ganz souverän, oder? Hast du das Tor gesehen? Nee, ich hab, doch, ich hab's ja auf Twitter gesehen, jetzt fällt's mir ein. Ja, doch. Total schön, oder? Irgendwie Abstauber eigentlich, ich hab da nochmal andere Gegenspieler aussteigen lassen, dann souverän eingeschoben, richtig gut. Ich gehe davon aus, dass er jetzt eine gute Halbserie spielt und dann einen entscheidenden Elfmeter verballert im letzten Spiel vor der Winterpause und danach war's das. Nein, Quatsch, ich wünsche ihm natürlich alles Gute. Er ist erstmal ein Jahr lang ausgeliehen und wird dann fest verpflichtet für 4 Millionen Euro. Das liegt daran, dass Amiens irgendwelche Transferrichtlinien einhalten muss. Also da gibt's wieder irgendwelches Financial Fair Play umgehen. Anders kann man es ja fast nicht sagen, ist ja völlig lächerlich, was da in Sachen Financial Fair Play abgeht, auch wenn es in dem Fall andere Dimensionen einnimmt als vielleicht bei einem anderen Pariser Club. Gut, dann gab es noch Gerüchte, die du schon angeteased hast, nämlich Santiago Ascasiba wurde angeblich von West Ham United umworben. Ja, das hat sich aber zerschlagen, also es war dann wohl doch etwas zu üppig, was der VfB gefordert hat. Das Thema hat sich zerschlagen. Bislang scheint Santi hier auch relativ ja sicher integriert zu sein in der Mannschaft. Und ich hoffe jetzt einfach, das hast du ja vorhin auch schon gesagt, dass es jetzt da nichts mehr gibt in der Transferperiode, über das wir uns Sorgen machen müssen bezüglich. Also ich glaube, wenn am 1.9. das VfB Trikot noch trägt, dann
kaufe ich mir ein VfB-Trikot mit der Nummer 6. Weil, ich noch nicht. Ja. Ich warte nämlich noch den 2.9. ab, denn der ist auch noch Transfertag, Sebastian. Wo kann er dann noch hinwechseln? Nach nein, Kasachstan, das ist ganz, nee, innerhalb, das Transferfenster ist diesmal bis zum 2.9. geöffnet, weil der 31. August ein Samstag oder Sonntag ist, ja. Samstag dann ja. Wahrscheinlich. Ja, also da müssen wir uns dann noch 2 Tage gedulden. Also auf jeden Fall, wenn er nach Beendigung des üblichen Transferfensters noch beim VfB spielen sollte, ich glaube, dann kaufe ich mir wirklich ein Fanta 4-Trikot mit der Nummer 6 und Askasi bei hinten drauf, weil also ich habe echt geschrieben, also ich glaube, kein Abgang würde mich so schmerzen wie der von Santi Askasi, wenn der jetzt wechseln würde. Also ich wüsste jetzt wirklich niemanden in der Startelf, wenn jetzt heißen würde, XY wechselt nach dorthin, was mich wirklich so runterziehen würde wie ein Wechsel von Askasiba, weil den mag ich einfach. Ja, also mir geht's da ähnlich. Er ist ja auch ein Stück weit eine Identifikationsfigur für uns geworden, relativ schnell mit seiner Mentalität, mit seinem Engagement und natürlich auch mit so Highlights, dass er, weiß ich nicht, irgendwo Schlittenfahren geht mit kurzer Hose und so. Das ist einfach ein geiler Typ. Ja, man möchte solche Leute im Verein haben, die so einen gewissen Wiedererkennungswert haben, was Uniques, wie man heute in der Jugendsprache sagt. Ganz genau. So, ja. Und da ist Santi Askasiba einfach jemand, auf den ist man stolz, der bringt seine Leistungen und da ist auch noch viel Potenzial da. Man darf nicht vergessen, er ist ja nicht irgendwie schon 28, 29, der ist gerade mal 22 Jahre alt und die Entwicklung zeigt aus meiner Sicht schon nach oben. Man kann sagen, dass er vielleicht letzte Saison etwas stagniert hat, aber das kann natürlich auch am Umfeld innerhalb der Mannschaft oder ja einfach an der Mannschaft an sich gelegen haben. Da hat ja jetzt niemand groß brilliert. Ja, das ist ja auch so, das allgemeine Mindset von ihm. Wenn ich mich letztes Jahr an das Spiel dann in Wolfsburg erinnere, wo er mit seinem Fehlpass dann zum Rückstand irgendwie sorgt oder trotzdem halt dann irgendwie in der 80. Minute noch da irgendwie die Monster-Grätsche am 5-Meter-Raum auspackt, um halt dann ein weiteres Gegentor zu verhindern. Also der Typ ist einfach klasse, ne? Und er ist, wie es dann auch so schön heißt, identitätsstiftend und sorgt dafür, dass man sich halt, dass man den VfB halt mag. Ne? Und solche Typen sind halt total wichtig und er ist halt wirklich so kurz da und ist einfach total großartig. Also ich würde es wirklich feiern, wenn er die nächste Saison noch da ist und nicht mehr wechselt in den nächsten 2 oder 3 Wochen. Und ich glaube, wenn es so kommt, ja, dann ist ein Trikot mit der Nummer 6 auf jeden Fall ein Pflichtkauf. Ihr habt's gehört. Ich werde Sebastian dann daran erinnern. Ich werde ein Foto instagrammen. Also jetzt haben wir es wirklich hier aufgenommen und du musst dann einfach den Beweis erbringen, möchte ich mal so sagen. Orel Mangala wird sehr wahrscheinlich auch bei uns bleiben. Da gab es ja auch einige Gerüchte in den letzten Tagen, vielleicht sogar Wochen. Semislintat hat sich da jetzt relativ klar positioniert. Ich sehe Orel ziemlich, ziemlich, ziemlich sicher bei uns. Alle Verrücktheiten dieses Fußballlebens ausgeklammert. Mittlerweile wurde auch bekannt, dass Mangalas Vertrag aufgestockt wurde. Man spricht davon von 800.000, die er zuvor verdient hat, die jetzt auf 1,5 Millionen angehoben wurden. Er hat noch Vertrag bis 2023. Das bleibt auch so. Wie gesagt, nur das Gehalt wurde verdoppelt. Thomas Hitzesberger sagte dazu, er hatte die Möglichkeit, in dieser Saison auch erste Liga zu spielen. Es gab durchaus mehrere Interessenten und ich kann nachvollziehen, dass es auch Wechselüberlegungen gab. Aber Orel gehört zu uns und er sollte jetzt auch von uns spüren, wir wollen dich unbedingt hier haben, du sollst eine tragende Rolle bei uns einnehmen. Und das wurde ihm damit gezeigt, dass man seine Bezüge angehoben hat. Es gab wohl auch Interessenten, Olympique Lyon wurde genannt, die angeblich auch ein 12 Millionen Euro Angebot eingereicht haben sollen. Ja, viel Konjunktiv. Es heißt dann auch, dass der VfB nur fast schon abfällig gelacht hat über die 12 Millionen, wenn man mindestens 30 wollte. Und das hat dann wohl auch Arsenal und die AS Rom abgeschreckt, denn auch da gibt es Berichte, dass diese Vereine Interesse gehabt haben an Orel Mangala. Jetzt mit der Verletzung ein bisschen doof, Sebastian, aber insgesamt ist, denke ich mal, auch Orel Mangala ein Spieler, den man nicht unbedingt abgeben will, jetzt, wo er eigentlich kurz davor steht, so richtig den Durchbruch zu schaffen. Ja, und also man muss ja sagen, aus VfB-Sicht eigentlich ist die Verletzung ja relativ gut, wenn man das so sagen darf, ne? Ja. Weil er fällt 3 bis 4 Wochen aus mit, was war das, Außenband? Innenband-Dehnung. Innenband. Ja.
Ja, also er hat keine schlimme Verletzung, aber er fällt halt definitiv irgendwie 3 bis 4 Wochen aus. Und wenn er wieder richtig fit ist, ist das Transferfenster dann auch weltweit zu. Und deswegen darf man davon ausgehen, dass er beim VfB bleibt zu verdoppelten Bezügen, die aber dann in der Summe immer noch relativ moderat ausfallen, finde ich. Also fürs Gehaltsgefüge des VfB, alles gut. Also ein Mario Gomez lacht da nur. Ja, wollte ich gerade sagen, also wenn man Holger Badstuber und Mario Gomez dann sieht, ich denke, dann verdient ein Orel Mangala auch nach Gehaltsverdopplung jetzt nicht pervers viel. Also das scheint schon zu passen. So sieht's aus. Und dann gibt's noch Spieler, die abgegeben werden sollen, denn mit 29 Spielern ist der Kader natürlich jetzt doch relativ groß, auch wenn es ein paar Verletzte gibt. Und zwar ist natürlich da an allererster Stelle Tasos Donis zu nennen, der mehr oder weniger, ja, ich glaube, die Stuttgarter Nachrichten haben es heute so bezeichnet. Aufgepackten Koffern sitzt. Ja, das stimmt ja auch. Ich meine, man merkt, dass der Spieler jetzt nicht die größte Rolle einnimmt in den Planspielen von Tim Walter und vor allem nicht von Sven Mislintat. Ich glaube, wenn da ein halbwegs vernünftiges Angebot eintrudelt und Donis mit den Bezügen, die ihm da angeboten werden, zufrieden ist, dann ist der Spieler weg. Da wartet man nicht. Ja, aber ich finde das so schade, ne? Also ich bin nach wie vor Donis-Fan und der hat halt Qualität, die hat halt kein einziger anderer Spieler im gesamten Kader. Und weiß ich nicht, warum kriegt Tim Walter dann Tasos Donis nicht so hin, dass er halt in seinem System funktioniert? Weil ja, der wird halt sämtliche Zweitliga defensiv rein zerlaufen und zerdribbeln, ne? Aber es scheint ja nicht zu funktionieren, aber ich finde es halt so schade, weil ja, seine Assets, die er halt mitbringt, die hat halt niemand anders einfach. Gebt dir recht, ich finde es auch schade, aber ein Spieler, der unter 4 Trainern einfach es nicht gebacken bekommt, die defensiven Aufgaben umzusetzen, Disziplin eher jetzt als Fremdwort kennt und nicht so sehr als Tugend, ganz ehrlich, ja, absolut, also Donis ist Maxim 2.0, ne? Also die Fans, ich eingeschlossen, wünschen sich, dass er halt immer spielt, weil er halt irgendwas reinbringt, was halt sonst niemand hat. Aber wenn er dann spielt, dann kommt's halt nicht und er hat halt zu viele Defizite. Also ich sehe da schon Parallelen. Insofern, ja, ist die Entscheidung auf jeden Fall nachvollziehbar, aber trotzdem irgendwie schade. Ja. Da gebe ich dir recht und wünsche natürlich, dass es Donis alles Gute, hoffe, dass er bei seinem nächsten Club, der dann noch zu benennen ist, glücklicher und erfolgreicher fallen wird. Ein weiterer Spieler, der auch wohl abgegeben werden soll, ist David Grötzinger. Man müsste allerdings erstmal dem Herrn Grötzinger einen Profivertrag geben, da sei man wohl gerade auch dran. Es wird davon gesprochen, dass er einen, ich glaube, 3-Jahres-Vertrag unterschreiben soll und anschließend ausgeliehen werden soll. Macht, glaube ich, Sinn, weil ich kann mir kaum vorstellen, dass David Grötzinger jetzt viele Minuten bekommen wird in der Saison, außer natürlich jetzt verletzt sich Sosa und Insua. Dann könnte es natürlich sein, aber ich weiß nicht, ob man dann unbedingt auf ihn setzt. Ich sehe da schon Potenzial, aber er drängt sich jetzt nicht unbedingt auf. Ja, also das sah in der Vorbereitung zeitweise wirklich gut aus, aber man hat dann in den wichtigen letzten Tests, glaube ich, schon gesehen, dass da noch ein bisschen was fehlt für David Grötzinger, um den letzten Schritt zu gehen. Vielleicht, ja, obwohl Oberliga ist für ihn auch schon wieder viel zu schlecht. Ja. Er bräuchte jetzt irgendwie so eine Möglichkeit, ähnlich wie Erik Hottmann in der 3. Liga ein paar Spiele machen zu können. Das wäre, glaube ich, der richtige Weg, um mit David Grötzinger weiterzuarbeiten. Ja, oder auch bei einem Zweitliga-Club, der jetzt keine Aufstiegsperspektiven hat. Ne? Wie in Wiesbaden. Ja, oder Aue oder irgendwie sowas also, halt, ne? Wo er regelmäßig spielen kann und wirklich dann mal, wer hat's gesagt? Ich weiß gar nicht, war das der Tim Walter so? Männerhärte. Das ist ein schönes Wort. Total, ne? Männerhärte. aber mal wirklich Zweitliga-Härte irgendwie schnuppern kann einfach. Ja, also, ja, ich würde ihn auch nicht direkt abgeben, sondern schauen, dass man ihn irgendwie verleiht. Null, genau. Ja, irgendwie ausleihen und dann mal gucken, ja. So, und dann sind wir eigentlich durch mit der Ausgabe. Keine Ahnung, wie lange Nein, jetzt schon. Ja, was heißt denn da jetzt schon? Ist es um 10:30? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie lange die Ausgabe geht. Wir hatten ja noch eine Unterbrechung zwischendrin. Wir mussten etwas später anfangen. Aber gefühlt sind das schon wieder gute 2,5 Stunden. Vielleicht auch nicht. Ihr werdet es jetzt gerade auf eurem Podcatcher sehen. Aber ich möchte mit einer guten Nachricht rausgehen, Sebastian. Denn es ist wieder soweit. Auch dieses Jahr, ihr habt schon alle drauf gewartet, auf diese Nachricht. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, was ich mir fast nicht vorstellen kann, hau ich es jetzt nochmal raus. Haltet euch fest, setzt euch hin. Am 6. September
Mechatronik Arena. Der 3-Ligen-Cup wird wieder ausgetragen. Mann, ich bin im Urlaub. Also ich bin echt kurz davor zu stornieren, weil ich würde schon gerne hingehen. Aber guckst es einfach auf Sky. Ja, also, wer den berüchtigten Modus noch nicht kennt, hier kurz die Auflösung. Es wird natürlich wie immer nur eine Halbzeit gespielt, 45 Minuten um 17 Uhr das Traditionsduell Groß-Asbach gegen Lustenau. Kurz danach spielt um 18 Uhr der VfB Stuttgart gegen die Traditionsmannschaft aus der zweiten österreichischen Liga Austria. Lustenau wird bespielt vom VfB Stuttgart und um 19.30 Uhr der Klassiko in der Mechatronik Arena. Der Schwebiko, so könnte man es vielleicht nennen. Oh Gott. Groß-Asbach gegen den VfB Stuttgart. Leute, wahrscheinlich hat sich die nächste Meldung fast schon erledigt, wenn ihr den Podcast hört. Aber ich sag's trotzdem, der Vorverkauf läuft. Noch. Noch, ja, es wird radikal und ganz schnell ausverkauft sein. Und ich finde es schön, dass es halt auch dieses Jahr noch der 3-Ligen-Cup ist, obwohl der VfB abgestiegen ist. Aber das, da können wir halt dann Groß-Asbach und dem SVSC, TSV, FC Lustenau danken, dass es halt trotzdem ein 3-Ligen-Cup ist. Und ich bin echt total zuversichtlich, dass wir den Titel verteidigen können. Ja, absolut. Also das ist das Mindeste, was ich erwarte. Ich glaube, es waren damals die ersten Tore, die wir nach gefühlten Ewigkeit mal wieder erzielt haben. Es war doch so, dass wir zu Beginn der Saison, also wir haben nie häufig getroffen, aber wir hatten noch irgendwie 4 oder 5 Spiele, wo wir überhaupt nichts reingemacht haben und uns dann tierisch darüber gefreut haben, dass wir, glaube ich, Fürth 3 eingeschenkt haben und wie wir gegen Groß-Asbach gespielt haben, weiß ich gar nicht mehr. Aber bei allem Spaß, Ich denke mal, wer die Möglichkeit hat, da vorbeizuschauen, man ist wirklich nah dran. Das Stadion ist schon schnucklig da. Das Stadion ist total geil. Ja, also mitten da, man läuft halt durch den Wald rein und so. Also die Mechatronik in Anführungszeichen Arena ist wirklich ganz, also wirklich ein schönes Stadion. Ja, das kann man so festhalten. Da macht man einen Punkt. Und auch an diese Sendung kann ein Punkt gemacht werden. Wir sind durch. Folge 65. Haben wir hinter uns gebracht. Ich hoffe, euch hat es einigermaßen gefallen. Mir hat es hervorragend gefallen. Ich war selten so ausgeruht in einer Ausgabe. Und immer noch ausgeruht, ne? Also wir brauchen echt mal wieder, weiß nicht. Ein Aufreger. Vielleicht so ein. Ja. Also keine Heimniederlage, aber irgendwie. Also darf man. Ein bisschen mal über Christian Gentner aufregen, aber so richtig immer noch nicht halt, ne? Aber also, ja, klar, ich meine, unter Tim Walter ist der VfB nach wie vor ungeschlagen. Es sind einfach paradiesische Zustände für den VfB Stuttgart. Ich hoffe, das bleibt so, aber ich rechne wirklich täglich damit, dass sich's ändert. Also, es ist einfach, das bleibt der Samstag VfB. Nicht. Ja, ja. Nee, Samstag nicht. Samstag machen wir eine richtig schöne Party. Überzeugender Heimsieg, weil St. Pauli ist echt so schlecht. Wir jinxen das hier gerade enorm, weißt du auch mal. Also, das wird Jos Lukas große Stunde werden am Samstag. Ja, genau, sein Comeback, ja. Wir warten ab, was das Orakel Olaf sich einfallen lässt. Oh ja, wann orakelt Olaf? Morgen am Donnerstag oder erst am Freitag? Ich weiß gar nicht, wo der sich gerade rumtreibt, sonst würde ich direkt mal nachfragen, wann der Herr zu orakeln gedenkt. Er scheint ja so langsam warm orakelt zu haben, ne? Weil der Pokaltipp passte ja. Also ich habe da jetzt Pokal passte, das Spiel gegen Heidenheim, da muss man sagen, ich habe es auf Twitter geschrieben, das ist die empathischste Katze, der empathischste Kater der Welt, der die gefühlte Niederlage einfach getippt hat. Ja, also das ist schon stark gewesen. Und ganz ehrlich, das Spiel gegen Hannover, also dass da so ein Unwetter runterkommt, das hat natürlich massiven Einfluss auf den Spielausgang genommen. Ja, klar. Also er ist eigentlich 4-0, wie man in der MMA-Sprache sagt. Also 4-0, es läuft für Olaf. Ich denke mal, am Freitag hauen wir da ein neues Video raus, der Olaf und ich. Wir produzieren da wieder was Schönes und dann hoffen wir, dass es euch einigermaßen unterhält. So, lieber Sebastian, ich bedanke mich bei dir für tolle Minuten, sage ich jetzt einfach mal, weil ich ja die genaue Zeit nicht kenne. Ja, 60 oder so waren es, ne, glaube ich. Knappe 60 Minuten. Putze auf Twitter. Da könnt ihr Sebastian folgen und lesen, was er in Sachen Fahrrad-Content zu bieten hat. Ich habe gesehen, du hast ein geniales Drohnenvideo hochgeladen neulich. Ist das deine Drohne? Ja, ich habe eine Drohne. Das gibt's ja gar nicht. Er hat eine Drohne. Ja. Da kann man einiges mitmachen. Vielleicht gibt es bald STR als Drohne, von einer Drohne aufgenommen. Mal gucken, was es da so gibt. Nee, aber ich finde das wirklich cool, diese Drohnen mit Kameras, das finde ich sehr interessant. Schöne Technik, geniale Bilder. Und es gibt ja auch bald deinen Fahrradkalender, habe ich gelesen.
Ja, Ende des Jahres gibt's meinen Fahrradkalender 12-mal das gleiche Bild, immer an der gleichen Stelle aufgenommen zu unterschiedlichen Jahreszeiten. Es ist total spannend. Doch, ich find's gut. Also unterstützt den Butze da, sprecht ihm etwas Mut zu, dass er diesen Kalender in Auftrag gibt. @Butze, wie gesagt. Und natürlich auch @Vertikalpass heute wieder mit einem schönen Artikel zum Big Miss Limbowski, habe ich es richtig gesagt? Ja, The Great Miss Limbowski, ja. Super, super Artikel von ABZ an dieser Stelle. Also sei wirklich sei empfohlen. Es gab neulich noch so einen geilen Artikel, den ich von euch gelesen habe. Also es ist wie immer grandios. Schaut einfach auf vertikalpass.de vorbei. Welcher Artikel war denn das? Jetzt fällt mir das nicht ein. Es war noch so ein richtig cooler Artikel. Relativ kurz, aber gut. Lest sie einfach alle. Dann verpasst ihr keinen. Ja, lest sie alle, ja. Mich findet, ja. Ja, alles gut. Okay. Mich findet ihr weiter, weiter. Ja, dich liest man wo? Auf Twitter, @RickyPalm ist mein Account. Und es gibt noch @VFBSTR. Da finden dann immer wieder die tollen Orakel-Sekunden, muss man ja sagen, statt, die Olaf regelmäßig vor Heimspielen und Auswärtspartien des VfB Stuttgart mit mir zusammen produziert. Außerdem gibt es STR auf Instagram, @VFBSTR und auf Facebook, @VF3STR. Das ist wie immer die kleine Überraschung, die wir mit eingebaut haben, so dass hier keiner abschaltet am Ende. Achso, noch eine Danksagung an alle Twitter-User. Ich habe ja letzte Woche eine Umfrage gestartet, um ja einfach den Podcast zu optimieren und habe euch 4 Fragen gestellt, die ihr mir Gott sei Dank zahlreich beantwortet habt. Und wir werden mal gucken, was wir mit dieser Umfrage oder mit den Ergebnissen jetzt anfangen. Es gab auch so ein paar sehr interessante Tweets mit Anregungen, also ganz, ganz viele nützliche Informationen für uns, und wir werden mal schauen, was es da so in den nächsten Monaten noch gibt von unserer Seite. Wir werden definitiv da eure Vorschläge berücksichtigen und ja, STR optimieren, wie man so schön sagt. Also solltet ihr weiterhin Verbesserungsvorschläge oder Ideen haben, könnt ihr uns die natürlich auch auf den sozialen Medienkanälen zukommen lassen, oder ihr schreibt es als YouTube-Kommentar unter demselbigen Video. Also das ist auch noch eine Möglichkeit, die ihr wahrnehmen könnt. So, jetzt lasse ich euch aber in Ruhe mit irgendwelchen Plugs, und vor allen Dingen lasse ich den Sebastian ins Bett gehen, denn ich glaube, du musst morgen arbeiten. Ich nicht. Und das hast immer noch Urlaub, ist ja Wahnsinn. Ja, diese Woche noch, und dann wird wieder malocht, wie man so schön sagt. Gut, also vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche, dann nehmen wir wieder am Montag auf. Jedenfalls gehe ich davon aus, Sebastian. Ja, wie das gehört, klar. So, und dann hoffentlich mit dem 8. Pflichtspiel in Folge ohne Niederlage. Das ist sensationell. Wow, ich kriege Gänsehaut, also wie sich was anfühlt. Wahnsinn. Ja, es ist toll. Ihr könnt ja mal raussuchen, und dann sind wir wirklich fertig. Wann der VfB das letzte Mal 7 Spiele, lass es uns nicht auf die Spitze treiben, 7 Spiele in Folge nicht verloren. Also bis dahin, ciao. Macht's gut, ciao, ciao.